Personen ganz kurz vor. Der Jan hinter mir ist vom Adrenalin-Team und hat schon einige Interviews durchgeführt vom FC St. Gallen, unter anderem auch im Hartum, nein, nicht im Hartum, sondern im Letzigrund. Und ich stehe mal mit dem Fitscherin oder mit dem Uniforme nicht so geschlagen und hätte dann nachher nicht mehr dürfen, wegen Respekt und die wohllosen Fragen, nicht mehr dürfen Staff oder Spieler von GC interviewen. Das ist jetzt wirklich von uns vorbei und die Interviews sind legendär. Dann hätten wir ganz links hätten wir den Dani Lasch, den Medienchef von FC St. Gallen. Er ist sehr stark mitverantwortlich, dass wir heute auch den Joe Thiemauer hier haben. Danke an dieser Stelle, sehr herzlich. Und jetzt zur Hauptfigur des heutigen Abends, da ist Joe Thiemauer. Er war Spieler bei Ulm, bei Mainz und bei KSC. Mainz hat er unter anderem mit dem Kloppo zusammen gespielt gehabt. Dann ist er Trainer geworden. Und dort war er Trainer bei KSC 2, Co-Trainer in Mainz. Dann ist er zu HSV gegangen, HSV 2, HSV 1, HSV 2. Und jetzt ist er auf dem Olymp für seine Trainerkarriere, ist beim größten Verein gelandet. Und ja, nebenbei hat er noch ein Finanzunternehmen in Nürnberg. Er ist also ein sehr spannender Mensch. Und jetzt wechseln wir Schriftdeutscher mit wieder am Jan. Da kommt ein Applaus von Manuel, der einen grossen Abend nach der Rede. Hoi auch von mir an dieser Stelle. Das Problem ist, meine erste Karte hat er komplett durchgezählt, wo der Joe Thiemauer als aktiver Fußballer überall war. Das heisst, wir müssen irgendeinen Plan B aufrühren. Aber Joe, mir hat gesagt, wir dürfen Hochdeutsch machen, wenn er Schweizerdeutsch. Wenn er mein Schweizerdeutsch nicht versteht, dann machen wir einfach weiter. Genau. So versuchen wir das zu machen. Als allererstes, da mit so vielen Fans, hättest du da bei deiner aktiven Trainerkarriere beim HSV, wo du halt bei der Bulli warst, hättest du so etwas können machen in dem halben Jahr? Ich habe das nicht ganz verstanden. Hättest du im Fanlokal von HSV-Fans hättest du so eine Interviewrunde machen können in deinem sehr belebten halben Jahr mit der ersten Mannschaft? Es hätte größer sein müssen, ja. Also wenn Interviews laufen mit dem Trainer vor allem oder auch mit Spielern, dann sind wahnsinnig viele Fans da. Wenn es angekündigt wird, wir haben es auch ab und zu gemacht, allerdings meistens dann jetzt um die Zeit, Weihnachtszeit, da gehen dann die Spieler und die Trainer zu den Fanclubs und beantworten Fragen. Okay, ich habe gedacht, dass das vielleicht in dem halben Jahr gar nicht möglich war, weil ja der Baum brennt, kann man so sagen. Ja. Nicht wegen dir, aber einfach so generell. Also es ist dann in der Länderspielpause, so wie jetzt auch. Ich denke, dass die Kollegen jetzt gerade auch bei den Fanclubs sitzen und Interviews machen. Aber ansonsten ist es nicht möglich. Darum sind wir froh, dass wir St. Gallen, da ist alles ein bisschen kleiner, alles ein bisschen persönlicher. Und darum können wir das machen mit dir. Und ich repetiere jetzt nochmal, was der Manuel gesagt hat. Wir denken, wir machen so drei Teile. Etwas zu der Person, Joe Thiemauer, etwas zu seinem Bezug zur Schweiz und dann am Schluss natürlich das grosse Thema mit dem FC St. Gallen. Und ihr dürft alle Fragen stellen, die ihr wollt, wenn ihr Lust habt. Ich würde sagen, wir machen es am besten in der Schule. Ihr schreit einfach rein. Oder hebt die Hand auf, wie ihr wollt. Ihr könnt auch führen kommen, das Mikrofon holen. Aber wir machen es nicht so, wie in der Dani eine Pressekonferenz nach dem Spiel macht, dass wir kommen dann mit dem Mikrofon, ich glaube. So laut könnt ihr sicher reden. Ich glaube, das funktioniert. 1970 geboren. Noch blutjung für einen Trainer, darf man glaube ich so sagen. Dein erster Verein, habe ich mal nicht aufgeschrieben, aber erste Bundesliga bist nie aktiv gewesen beim KSC. Laut transfermarkt.ch, du hast nicht ein Spiel gespielt, bist aber hast einen Profivertrag gehabt. Bei Mainz in der zweiten Bundesliga regelmäßig gespielt, bis die blöde Verletzung gekommen ist. Wie ist der Traum Fußballer entstanden bei dir? Ich denke, wie bei jedem, der Fußball spielt, irgendwann sagt man halt, man ist gut. Oder man denkt es zumindest. So wie viele Spieler von mir auch. Und dann versucht man halt natürlich besser zu werden und irgendwann muss man auch Glück haben, im richtigen Moment an der richtigen Stelle sein und dann wird man Fußballtrainer. Aber im KSC war der Trainer schuld, deswegen habe ich auch kein Spiel gemacht, ist ja klar. Nein, ich habe zwei schwere Verletzungen gehabt, ich habe mir zweimal hintereinander
Sprunggelenk, die Bänder abgerissen und bin da über 6 Monate fast draußen gewesen. Der KSC hat damals an die Glanzzeit, hat schon von Meisterschaft mitgesprochen, war damals auch die große Zeit vom KSC. Wir hatten damals auch noch viele junge Spieler, die damals war es noch nicht so, dass Fußballprofis mit 22, 23 fürs optimale Alter gehalten wurden. Heute ist es ja so, man sagt, junge Spieler, 23 ist schon fast alt. Damals war es so immer die Regel, mit 28, 30 hat man das beste Fußballalter. Heute geht man dann schon fast in die Rente. Und das war halt bei uns so. Wir haben viele junge Spieler gehabt, aber auch viele Stars. Wir haben mit Thomas Hessler, Thorsten Fink, Michael Tana, Jens Nowotny, Slaven Bilic, Edgar Schmidt, der ist auch noch bekannt. Kiryakov, also Manni Bender, es war eine riesen geile Truppe und da war es einfach auch schwer, aber ich war halt auch verletzt. Aber auch wenn ich fit gewesen wäre, glaube ich, war ich nicht so gut wie diese Spieler. Aber es war trotzdem sehr interessant, mit solchen Spielern arbeiten zu dürfen, kennenlernen zu dürfen und auch dementsprechend Erfahrungen zu sammeln. Und dann kam ja schon, weil ich auch immer sehr zielorientiert bin und auch nicht warten kann, bis ich irgendwas bekomme. Habe ich ja gesagt, dann gehe ich halt nach Mainz und spiele da, aber da ging es ja nicht lange, weil dann musste ich meine Karriere beenden. Da kam dann mit 26 halt wirklich schon relativ früh die Knieverletzung, wobei du hast jetzt von zwei anderen Verletzungen gesprochen, aber es waren das diese Knorpelschaden, die aktive Karriere sehr früh beendet hat. Der SK Lauf wird Freude gehabt haben, weil das ist so deine erste Trainerkarrierestation als Spielertrainer. SK Lauf, wo sind die zu Hause, was machen die? Spielen die heute noch Fußball? Ja, ich spiele noch Fußball. Also der SK Lauf hat sich vielleicht gefreut, ich spiele nicht. Vor allem mein Bruder, weil der hat auch damals gespielt und habe ihn dann trainieren dürfen. Aber es war ein Verein, der in der Nähe von Nürnberg liegt. Und Manni Kastel, den kennt man vielleicht, ist vielleicht doch ein HSV noch ein bisschen, aber die jüngere Generation kennt ihn nicht mehr. Aber es war damals ein großer Spieler, auch in Deutschland. Der kam aus dem Verein und ich habe auch eine Beziehung zu dem Verein gehabt. Ein bisschen, weil mein Bruder spielt und den Vorstand kannte ich. So wie es meistens halt im Geschäft ist. Ich war damals halt verletzt und die haben mich halt gefragt und ich habe es dann gemacht. Okay, das war so der Einstieg, Spieler, Trainer, dazu mal noch. Übrigens, alle Fragen, was um den Ferrari-Joe oder den Wirtschaftsmensch oder den Geschäfteinhaber Joe Zimbauer, die müssen wir selber stellen. Ich habe da nicht einen dazu gestellt, jetzt geht es gerade um Sportliche und wird vielleicht dir sogar recht sein, dass wir da nicht müssen über Bilanzen und so reden. Hänger SV, wenn ich den richtig aussprich, den Oldenburg, der Mann hat schon alles erzählt. Oldenburg war 2005 das erste Mal Cheftrainer gewesen. Und dann wie am KSC 2014 zum HSV ist 2 gekommen. Und dann eben, haben wir es vorhin mal angesprochen, schnell ein halbes Jahr Bundesliga-Trainer eingesprungen, weil ja gerne mal passiert. Borussia Mönchengladbach, jetzt geht das so ein Beispiel. Ich habe mal behauptet, es hätte jeder Trainer dort können stehen. Oder auch Mourinho und Pep Guardiola und weiss ich was, alle zusammen. Du hast das Maximum rausgeholt. Also, kannst du etwas zu dieser HSV-Zeit, Bundesliga-Einstieg, wo relativ oder leider relativ schnell wieder zurückgegangen ist, erzählen? Wie ist es dir da dabei gegangen? Ja, so schnell war es gar nicht vorbei. Also im Endeffekt gibt es Trainer, die haben am HSV nicht länger gearbeitet als ich. Ich habe immerhin, glaube 24 Spiele gemacht. Das ist eine gute Statistik. Ich glaube auch die Punktesituation, wie die Bayerstorm hat es mal gesagt, so schlecht war die Statistik nicht, was der Zimbauer da gemacht hat. Der Verein war eigentlich relativ zufrieden mit mir, deswegen haben sie mich auch noch versucht zu halten. In der U23 auch danach noch. Es war eine wahnsinnig schöne Zeit für mich. Man muss es auch wirklich fairerweise sagen, es war eine schöne Zeit, weil auch viele Fans Emotionen gezeigt haben. Und die nicht nur Emotionen ins Negative, sondern vor allem ins Positive ging. Und das braucht ja auch dieser Verein, auch diese Mannschaft. Und es war auch wichtig für die Zeit damals, um auch Punkte zu holen gegen den Abstieg. Und die Vereinsführung war immerhin in mir gestanden, die größte Zahl der Spieler auch, die Anzahl der Spieler auch. Also es war eine schöne Zeit, aber es ist halt so im Fußball, wenn du, Gladbach war ja das Schlüsselspiel schon, 93. Du kriegst es 1-1, wir führen 1-0, Eckball, der kleinste Spieler auf dem Platz, köpft es 1-1 und ähnlich dann. Bitte? War keine Ecke. Doch, meine Ecke. Hallo, ich kann jetzt alles retten, weil ich weiß, weil Jelacek noch mit dem Schiedsrichter rumdiskutiert hat, weil es war keine Ecke.
Es war keine Ecke, aber es ist eine Ecke gepfiffen worden. Ja, das schon. Okay, ja, es war keine Ecke. Aber sie ist als. Sie ist als Ecke ausgeführt worden und wir haben dann das 1-1 bekommen. Und danach das Spiel gegen Hertha BSC Berlin zu Hause. Wir haben in der 87. Minute das 1-0 bekommen und dann war das natürlich das Kapitel schon fast vorbei. Wobei der Verein sich auch wirklich schwer getan hat, mich zu entlassen oder mich freizustellen. Das hat man auch gemerkt, aber es ging nicht anders und im Nachhinein haben wir alles richtig gemacht. Der Verein ist drin geblieben, das war das Wichtigste dran. Personen haben da nichts verloren, sondern es geht um das Gesamte und um den Verein und es war, wie gesagt, im Nachhinein das Richtige. Und für mich war es eine geile Erfahrung mit Aramis, Chirous, die ja hier bekannt sind und auch mit Van der Vaart, Westermann und wie sie alle heißen, zu arbeiten. Das war eine tolle Erfahrung. Das hat mich auch natürlich viele Jahre älter gemacht, dieses Dreivierteljahr in der Bundesliga. Aber auch erfahrene. Und ich glaube, wenn man mit solchen Stars und mit vielen jungen Spielern auch arbeiten durfte, bringt es einen schon weiter. Und wenn man vor allem dann noch beim HSV mit einem Verein, der die letzten Jahre auch gehinkt ist, das haben wir ja alle mitbekommen, ich glaube, das war damals oder vielleicht jetzt heute, also diese Saison vielleicht nicht mehr, aber letzte Saison und letzte vorher, die Saison, glaube ich, war das der schwierigste Verein, den man trainieren konnte in der Bundesliga. Und es ist zwar dann nicht immer das Ziel, das man als junger Trainer hat, den schwierigsten Verein gerade zu trainieren, aber im Nachhinein sage ich jetzt, was soll da noch schlimmer kommen? Und wenn ich jetzt das sehe, was ich da ins kalte Wasser geworfen bin, dann war das eine wahnsinnig gute Erfahrung. Es ist zum Glück gut gegangen. Und heute bin ich froh, dass ich in St. Gallen trainieren darf. Die Erfahrung, die hast du im Rucksack und die nimmt dann niemand mehr weg. Und die Wertschätzung vom HSV zu dir, die wurde dann auch weitergelebt. Du wurdest dann wieder U23 Trainer und hast in diesem Jahr, in dieser Zeit, dann auch noch deine UEFA-Pro-Lizenz gemacht. 2014 war das nicht lügend die Internetseite. Nee, die hatte ich schon vorher. Also ich war beim HSV schon. Die musste ich schon haben. Das ist in Deutschland so. Und die habe ich vorher schon gehabt. Beim KSC habe ich die gemacht. War ja vorher Co-Trainer in der Bundesliga. Habe dann nochmal die U23 zum Schluss übernommen, weil es einen Trainerwechsel gab und ich noch keinen Schein hatte. Und bin dann ja nach Hamburg in die U23. Du bist jetzt per Titel Fußballlehrer. Mich nimmt das so wunder. Gibt's da noch, kann man da noch zum Fußball... Professor aufsteigen. Gibt es da noch mehr? Gibt es noch die FIFA-Pro-Lizenz? Das ist sie. Das ist die FIFA-Pro-Lizenz. Ah, UEFA gleich FIFA. Ja, genau. Das ist sie. Also, die gibt es ja in verschiedenen Ländern und in Deutschland heißt die eben der Fußballlehrer, aber eigentlich ist es die Pro-Lizenz. Okay. Du warst auch bei einem Trainer derzeit beim Schnuppern oder beim Reinsehen und dann auch bei Thorsten Fink beim FC Basel. Uwe Rappold habe ich mal aufgeschrieben, da warst du dann Co-Trainer. Hast du noch andere Trainer, bei denen du mal reinschauen durftest und kannst du vielleicht da zwei, drei Namen nennen und was die beeinflusst haben auf deine heutige Trainerinterpretation? Also A habe ich, Jörn Andersen dürfte auch bekannt sein, weil er auch in der Schweiz gespielt hat. Der war ja auch noch beim KSC-Cheftrainer, ich war bei ihm Co-Trainer. Rainer Schadinger kennt man jetzt vielleicht nicht so, aber ein hervorragender, ausgebildeter Trainer, der bei Ralf Rangnick seine Co-Trainerstation gemacht hat und da sehr viel Erfahrung mitgebracht hat. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr viel allgemein schon als junger Trainer sehr viel unterwegs gewesen auf Trainingsplätzen und habe von außen auch sehr viel Input immer aufgezogen und aufgenommen. Und zudem habe ich auch noch ein Finanzunternehmen, wo viele Spieler auch die Finanzen bei uns gemacht haben oder immer noch machen und habe dann natürlich dann auch immer zu den Spielern und auch zu den Trainern sehr viel Kontakt gehabt und man unterhält sich halt über Fußball, über Trainingsphilosophien etc. Und man muss auch fairerweise sagen, in Deutschland hat man schon auch in den unteren Stufen der Ausbildung als Trainer ein enormes Fachwissen, was man sich aneignen muss, um überhaupt die Prüfung zu schaffen. Das ist in vielen Ländern nicht so, da musst du einfach den Kurs besuchen, dann bist du Fußballtrainer. Bei dem Kurs, den wir hatten, ist regelmäßig immer wieder bei den verschiedenen Stufen nicht bloß einer, sondern mehrere durchgefallen. Gott sei Dank bei unserem Fußballlehrer, bei der Prüfung nicht. Da ist keiner Gott sei Dank in einem Jahr durchgefallen, aber vorher, im Jahr vorher drei. Und das dauert ja knapp ein Jahr. Und das ist wirklich auch ein Studium, das man da hat. Also man wird nicht nur im Fußballbereich ausgebildet, sondern auch im juristischen Bereich, im psychologischen Bereich, im trainingsmethodischen Bereich, aber auch in der Sportmedizin und wissenschaftlichen Bereich. Das heißt, du bist dann schon
Zumindest kannst du mit vielen Menschen, die da professionell drauf arbeiten, wie ein Fitnesstrainer, diskutieren und das ist das Wichtige. Du verstehst den Arzt wie den Manager so ein bisschen in den Grundzügen. Man kann diskutieren, dass du durchaus eine gute Basis hast. Die anderen ja, den Arzt weniger, weil wir mussten jetzt nicht mehr operieren. Aber nicht? Ja, war vorher schon so, dass sie auch dementsprechend auch im OP waren und teilweise auch wirklich schon solche Sachen angeschaut haben. Das haben sie bei uns aber nicht mehr gemacht. Okay. Genau, zu der FIFA Pro Lizenz beim DFB hast du die gemacht. Ich stelle mir das immer so ein bisschen skurril vor, weil er lernt ja dann alle das Gleiche und trotzdem ist jeder Trainer darauf verpflichtet, dass er sein ganz eigenes Spielprinzip und sein eigenes System und so hat. Wie entwickelt sich das? Also du, auf Transfermarkt kann man lesen, dein bevorzugtes System 4-2-3-1. Jetzt die letzten zwei Spiele bei St. Gallen haben gezeigt, nee, war was anderes, war aber auch sehr erfolgreich. Wie kristallisiert sich das raus? Hat das nur mit dem Spielermaterial zu tun oder muss man doch mit deinem Plan kommen? Also A, lernst du auf dem Fußballlehrer, weil du hast 24 Top-Kollegen, die werden in Deutschland wirklich aussortiert, wie bei Dieter Bohlen. Du musst, musst ein Casting machen und dann... Auch so eine Jury. Ja, du musst ein Casting machen, wirst dann A, schriftlich geprüft erstmal, du musst eine Aufnahmeprüfung machen, dann wirst du auf dem Platz getestet und danach musst du nochmal in den mündlichen. Und es werden immer so um die 100 Leute eingeladen und 24 dürfen nur auf den Kurs. Und da hast du also wirklich Top-Leute sitzen und du tauschst dich jeden Tag eigentlich, das ist wie in der Schulbank, so wie jetzt hier, wo du hingehst und dann auch mit 43, also auch mit 43 Jahren musst du noch die Schulbank drücken. Es sind auch welche dabei, die sind älter, aber auch welche dabei, die sind jünger, das sind es dann eher gewohnt, Studenten, die dann halt mit 30 oder 32 im Jugendleistungszentrum arbeiten und den Titel brauchen, um die Arbeit weitermachen machen zu dürfen. Aber da tauschst du dich hervorragend aus, du hast wirklich Top-Spezialisten und dieser Kurs ist wirklich, ich habe am Anfang gedacht, ach, du warst Profi, du kennst doch alles, aber es war nicht so. Auch die unteren Scheine, die ich da gemacht habe, sind nicht zu vergleichen mit dem Fußballlehrer. Es ist wirklich eine Top-Ausbildung, da muss man wirklich auch den Leuten, die da an der Spitze mitarbeiten, da sind ja mit der Universität in Köln, da sind Professoren dabei und auch Referenten, die da eingeladen werden und auch Trainerkollegen, die ihre Vorträge halten. Das ist wirklich top in Deutschland, muss man sagen. Es wollen ja viele aus dem Ausland auf den Kurs, aber das ist halt... Gott sei Dank für uns Deutsche natürlich blockiert für uns. Aber ab und zu rutscht man trotzdem einer durch. Aber ist auch gut so. Aber es macht deshalb wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und die andere Frage war. Wie sich jetzt dein Spielsystem oder dein bevorzugtes Spielsystem herauskristallisiert hat? Mit welchen Einflüssen vielleicht auch? Oder war das denn nur aus der, also nur mit der Schule im Zusammenhang? Das war wieder so ein Internetauftritt, den ich jetzt nicht nachvollziehen kann, weil. Mein bevorzugtes Spielsystem heißt Fußball und nicht System. Heutzutage denke ich mal, mit dem Ball gibt es kein festes System. Die stehen zwar alle so. Ich kann mich dann erinnern, in Lugano habe ich zu Mario Mutsch gesagt, stell dich vorm Spiel mit deiner Mannschaft 4-1-4-1 auf. Und prompt hat die Zeitung danach geschrieben, Zimmerer spielt eben 4-1-4-1, was gar nicht gestimmt hat. Also es wird immer alles wie geschrieben. Ich finde, das, was du richtig gesagt hast, ein Trainer kann mit einem System spielen, wo die Mannschaft auch umsetzen kann. Und das ist eigentlich mein bevorzugtes Spielsystem A. Wie kann ich gegen den Gegner am besten die Problematiken schaffen mit meinem System für sie? Oder wie kann ich sie am besten abfangen, die Probleme, die ich bekommen könnte? Und danach wiege ich meistens aus. Und wenn mein Spielermaterial noch zu den Systemen passen würde, was ich gerne spielen würde gegen diesen Gegner, dann wende ich das an. Aber im großen Teil bin ich der Meinung, eine Mannschaft muss mindestens 3 bis 4 Systeme aus dem Schlaf spielen können. Weil du musst auch manchmal aus dem Spiel raus, wenn du 1-0 führst, dann brauchst du nicht 4-3-3 spielen, zum größten Teil. Ja, dann spielst du halt lieber vielleicht 4-1-4-1 oder was auch immer. In Thun, Entschuldigung, ich hier rein, da hast du ja auch nach gut 20 Minuten, halbe Stunde, musst du dir wechseln. Genau. Mario Mutsch kam ein bisschen weiter zurück und ab da haben die zumindest den Pfosten und wir dann das Tor getroffen. Genau, und das sind eben Sachen, die Mannschaft eigentlich normal können müsste. Und das können sie auch mittlerweile, finde ich, so zumindest zum großen Ansatz. Und das ist eher meine Philosophie, auf den Gegner einzugehen, zu gucken, wo kann man ihm wehtun, wo können wir dadurch vielleicht auch mit dem System Probleme für den Gegner aufziehen, wo können wir ihn Schwierigkeiten bereiten. Und wenn die Mannschaft dann gut genug ist und es umsetzen kann, dann bin ich der Meinung, gehören heute 4-5 Systeme in die Mannschaft rein, die sie eigentlich normalerweise während des Spiels umstellen können oder auch dann von Beginn an eben so ein Spielsystem durchzuziehen.
Okay, also die alte Floskel von wegen, man hat ein Spielsystem und das passt dann auf jeden Gegner, das ist ein bisschen veraltet. Also dass man jetzt quasi dem Gegner sein Spielsystem aufdrückt, das sagst du zwar ja, aber das kann halt von Spiel zu Spiel variieren, je nachdem wie der Gegner heißt. Ja, man hat schon eine Grundphilosophie, aber die hat ja mit dem System nichts zu tun. Und wenn die Grundphilosophie drin ist und dann deshalb zum größten Teil dann auch in einer vernünftigen Systemumstellung gespielt werden kann, dann ist es für den Gegner manchmal auch sehr, sehr schwer. Ist so Pep Guardiola zum Beispiel, als wir das erste Spiel gegen ihn gemacht haben, hat er in den ersten 25 Minuten viermal sein System umgestellt. Und ich bin fast durchgedreht, weil ich gesagt habe, verdammte Scheiße, was macht ihr die ganze Zeit? Jetzt habe ich die Mannschaft da reingestellt und plötzlich macht er wieder ein anderes System. Aber Bayern kann das. Und das muss man wirklich fairerweise sagen, das sind auch wirklich so wahrscheinlich die einzigen, die es in Deutschland wirklich perfekt umsetzen können. Innerhalb von zwei Halbzeiten fünf Systeme spielen, das ist echt brutal und da muss man ein Kompliment machen, das machen die hervorragend, also Pep Guardiola zumindest, mit seiner Mannschaft. Eben, die Spieler gehören ja auch noch ein bisschen dazu. Ich habe noch eine radikale andere Frage zur Person, Joe Zimbauer, für euch irgendwelche Fragen, die wir gerade mal da stellen zu all den Mega-Themen, die wir da schon drüber haben? Das rühre ich irgendwann das Mikrofon am Kopf, schau, da kommt der. Hast du viel Kontakt zu U23 von Hamburg, jetzt wo sie so schlecht dran sind? Musst du viele Ratschläge erteilen, weil die so schlecht im Abstiegskampf sind? Ich hab noch relativ viel Kontakt zu einigen Spielern, aber auch zu dem Co-Trainer, der mittlerweile auch ein Freund ist von mir. Und der hat mich auch zufällig gestern angerufen, aber nicht, weil er so schlecht spielt, weil er Tipps will. Das, glaube ich, würde er mich auch nicht fragen, also zu stolz dazu, aber auch ich würde ihm auch nicht reinreden wollen, weil er die Mannschaft einfach von seiner Art her und von seinem Gefühl her trainieren müsste. Von außen jetzt einen Tipp zu geben, wäre eigentlich nicht gut. Nee, er hat mich angerufen, weil ich noch einen Ausstand zahlen muss und ich bin am Wochenende in Hamburg und da sind die Spieler natürlich alle immer heiß drauf und deswegen werde ich am Samstag oder am Sonntag beim Spiel sein, werde mir Spiel anschauen und ich glaube am Montag oder am Samstag Nachmittag beim Abschlusstraining dann meinen Ausstand bezahlen, weil ich einen Einstand offen habe, also die werden mich nochmal anrufen. Einstand auch. Voll. Ja. In der Mannschaft muss ich auf jeden Fall einen Einstand bezahlen. Ja. Beantwortet? Ja. Süß noch. Jetzt mache ich noch knallhart mit meiner Karte einfach weiter. Nein, der radikale Themawechsel wäre zum Joe Zimbauer bei unseren Fans. Es wissen viele, du hast einen Sohn, der als Gapo an Nürnberg verloren hat. Muss man so sagen. Also nicht familieintern, ich hoffe, er ist schon immer noch dein Sohn. Aber er wäre auf dem Sprung zum Fußballprofi und hätte eigentlich wegen Gappus in Nürnberg ein Probetraining für Ultra, kann man das so sagen? Nö, der ist ein guter Fußballer gewesen. Ich glaube auch, dass er vom Ansatz her wahrscheinlich eine Möglichkeit gehabt hätte. Alle beide Großen, die hätten alle beide Möglichkeiten gehabt, aber sind eben eher den Ultras verfallen und fühlen sich da besser aufgehoben als auf der grünen Wiese unten, also eher im Stadion oben. Und es macht denen wahnsinnig viel Spaß. Irgendwo muss es auch herkommen, weil ich bin auch mit 9 Jahren schon beim 1. FC Nürnberg im Block 4. Das hat damals noch eine große Bedeutung gehabt. Das steht ihr wahrscheinlich heute hinterm Tor. Wir haben damals noch so eine Kurve gehabt und ich bin da schon als ganz kleiner Junge vorweg marschiert. Und wenn die Schlägerei gekommen sind, die gab es ja früher auch schon, dann bin ich ganz schnell gelaufen, weil ich ganz sehr jung war. Aber ich habe da natürlich viel mitbekommen als Fan. Ich war ein absoluter. Früher haben wir noch keine Ultras gesagt dazu. Da war man einfach bei uns als Gerst im Block 4. Da warst du einfach der Ultra heute. Und ich habe immer noch, meine Mutter fragt mich immer noch, ob sie endlich jetzt mal diese Jeansjacken mit den Aufnähern und den Aufstickern wegschmeißen soll. Sag ich, die kommen nicht weg. Die bleiben liegen. Ich hoffe, meine Kinder sehen das nicht, weil die gibt es nicht. Das bleibt bei mir. Aber ja, es macht denen wahnsinnig viel Spaß und ich kann es verstehen. Ja, ich kann es natürlich nicht als Trainer oder als Vater verstehen, weil ich sage, ich hätte sie lieber auf der grünen Wiese gehabt. Ob sie Fußballprofi geworden wären, weiß ich nicht. Das ist immer ein ganz dünner, schmaler Grat, aber ich denke, mein Großer vor allem hätte sehr viele Möglichkeiten dazu gehabt. Heute fühlt er sich wohl. Ich muss aber sagen, er ist ein friedlicher Junge. Er ist jetzt nicht einer, der Krawall macht, sondern der halt den Spaß sieht in diesen Ultras, der ähnliche Stimme hat wie ich gerade. Er fragt mich auch immer, warst du auch im Block? Sag ich, nein, meine Mannschaft braucht gerade meine Stimme. Aber die hören sich alle beide, wenn ich mit denen telefoniere, nach den Spielen genauso an, wie ich jetzt gerade. Aber wie gesagt, es macht ihm Spaß und solange es den Spaß macht, ist alles in Ordnung. Solange nicht immer die Nasen gebrochen sind und Schlägereien und Anzeigen laufen, ist alles gut.
gewissende Papa hinter sich, das ist doch auch ein schönes Gefühl. Du hast mir jetzt so einen Steilpass gegeben, von deiner Zeit als Fan in der Kurve, kommt von daher dein Spiel mit hoher Laufbereitschaft? Keine Ahnung. Wolltest du wissen, was die Laufbereitschaft? Nee, weil du gesagt hast, du hättest Waldschlägereien am Start, weil ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch schon seit x Jahren im Espen Moos, das ist unser altes Herzensstadion. Und bei mir ging es genau gleich. Ich war dann auch immer relativ schnell weg, sobald die Fäuste vorne waren. Aber könnte ja sein, dass ich das bis auf den Fußballplatz bei dir durchgesetzt habe. Ich muss sagen, ich war, wenn man das nachliest, auch kein Internet, weil ich glaube, ich bin nicht sogar der schnellste Spieler in der Bundesliga. Und vielleicht kam es daher, aber ich war da, ich glaube, 12 oder so. Also da war ich noch nicht so mit. Wenn ich vielleicht dann 16, 17 gewesen, ja, 16, 17 gewesen wäre, wäre ich vielleicht da auch. Nicht weggelaufen, weiß ich nicht. Aber ich war damals schon halt mehr auf den Fußball fixiert und habe mich dann eher dann schon in den jungen Jahren eher auf diesen Fußball konzentriert. Und dann ging es ja nicht mehr ins Stadion zu gehen, wenn du heute in der dritten Liga spielst, wo du angefangen hast. Hast du 5-6 Mal die Woche Training und dann hast du keine Chance mehr mit den Fans mitzuziehen. Weil wenn du da, so wie ihr das alle kennt, wenn du mal ein paar Wochen nicht mehr da bist, dann bist du auch nicht mehr integriert. Und entweder du kommst, das Tor oder lässt es bleiben. Jetzt mal eine Schmähfrage, ich wollte den Ausdruck von Dani sehen, wie er da. Ich bin jetzt gut für dich. Super. Cool. Also ich muss sagen, ich habe natürlich den Schweizer Fußball schon mitbekommen, weil also A, der Schweizer Dialekt, weil Patrick Rahmer, der ja mein Co-Trainer, der jetzt ein Biel-Trainer ist, bei mir Co-Trainer war und wie gesagt, Peter Kniebel, ja, wie du schon gesagt hast, Peter Kniebel mein Sportchef war oder unser Sportchef war. Die haben sich im Bus natürlich dann mit Schweizerdeutsch unterhalten, weil sie natürlich auch da ungestört reden konnten, weil es die Hälfte der Mannschaft sowieso nicht verstanden hätte. Aber ich habe es natürlich dann irgendwann, so große Unterschied ist es ja auch nicht, nur wenn man schnell spricht. Aber ich habe natürlich schon immer wieder auch dann auf den Schweizer Fußball geguckt, weil auch viele Spieler ja auch natürlich bei mir in der Mannschaft waren oder zwei und natürlich auch mal den Markt in der Schweiz. Finde ich auch unterbewertet, zumindest die Schweizer selber. Und wir haben immer so geguckt, auch vor allem nach Basel. Wir haben ja auch Diaz aus Basel dann noch geholt unter meiner Zeit. Wir wollten natürlich auch ganz andere Spiele. Also Xhaka zum Beispiel in Gladbach wäre sicherlich auch ein Thema für uns gewesen. Also auch da haben wir natürlich auch Kontakt gehabt. Und wir haben einige Spieler natürlich auch in der Schweizer Liga beobachtet. Also von der Seite her war das schon bekannt. Aber ich habe jetzt St. Gallen, nur von der Euroleague natürlich, wenn man es groß nimmt, gehört und vom Verein selber habe ich nicht viel gewusst. Aber Robert Apolda ist natürlich auch ein Thema, der das hier kennt. Wir haben natürlich auch viel erzählt schon. Jörn Andersen kennt auch die Schweiz. Ja, und viele, die ich so aus dem Fußball kenne, haben auch mir natürlich Sachen erzählen können. Und vor allem Peter Knebel haben mir das nicht empfohlen, das will ich jetzt nicht sagen. Aber er hat jetzt nicht gesagt, bleib bei uns, sondern er hat gesagt, ich bin ganz objektiv. Schaust dir an und deswegen habe ich es auch gemacht. Und als ich hergefahren bin, habe ich das wirklich schöne, tolle Stadion gesehen. Hätte ich nicht gedacht, muss ich fairerweise sagen. Als ich hergefahren bin, dachte ich, naja, fliegst mal in die Schweiz. Du warst gerade zu Hause verloren, U23-Spiel, hast verloren, war stinksauer. Und dann ruft der Stübi an und sagt, Zettbauer, was mache ich denn gerade? Sag ich, ich habe gerade verloren, ich bin ganz schlecht drauf. Und dann, ja, wir hatten Interesse. Und das hat er echt toll gemacht, muss ich sagen. Obwohl ich schlecht drauf war, habe ich es mir dann angehört. Er hat mich dann so animiert, dass ich auch noch ins Flugzeug gestiegen bin und geflogen bin. Und als ich dann ins Auto eingestiegen bin, hat er schon angefangen, mir zu erzählen und zu schwärmen. Und ich habe mir gedacht, ja, Schweiz und Deutschland, Fußball, das kann man wahrscheinlich hier nicht vergleichen. Und als ich hergefahren bin, sind wir ins Stadion gefahren, habe ein tolles Stadion gesehen, habe tolle Menschen kennengelernt, ein super, super Präsident. Stübi ist für mich ein Topmann auf der Position. Aber auch viele andere, der Verwaltungsrat, haben einen Top-Eindruck gemacht. Und eben diese Menschen, die ich jetzt hier kennenlernen durfte, auch die Stadt dann, die man dann gesehen hat, es ist wirklich auch eine richtig süße kleine Stadt im Verhältnis zu Hamburg. Das muss man immer sehen, wir haben 2 Millionen Einwohner und das ist natürlich ein ganz anderes Verhältnis. Aber es ist trotzdem wunderschön hier. Und als ich dann so Richtung Bodensee gefahren bin, habe ich gedacht, nein, die Sonne hat noch geschienen, denke ich mir, ja auch geil, da kann man hier bestimmt geil leben. Und somit hat das Gesamtpaket eigentlich hier gestimmt. Und die Mannschaft habe ich mir natürlich auch angeguckt noch gegen Basel, zumindest übers Internet. Und da war dann
für mich schon auch zu sehen, dass die Mannschaft schon auch eine gewisse Struktur hat. Und der Trainerjob ist frei, alles hat gepasst. Der Pressesprecher war auch gleich sympathisch. Aber er war wirklich auch sympathisch und war auch bei jedem Gespräch dabei. Warum, weiß ich nicht, aber man sagt immer, die Pressesprecher sind die heimlichen Chefs. Kann ich bestätigen. Ja, aber es war einfach toll und die Menschen, die hier waren, die waren sehr offen, sehr direkt und die Personen auch, wenn man in den Laden geht und sich irgendwas kauft oder auch erkundigt, es ist nicht irgendwie unfreundlich alles, es ist sehr positiv gewesen und es hat mir dann einfach Spaß gemacht. Und als ich dann heimgeflogen bin oder zum Flughafen nach Zürich gefahren bin, habe ich dann noch einen Kaffee getrunken. Das war auch sehr angenehm, obwohl es sehr teuer ist in der Schweiz, als Deutscher zumindest. Und als ich gelandet bin, hat mir dann irgendwann abends nochmal, habe ich nochmal einen Anruf bekommen von Stübi und er sagt, da waren wir dann schon per Du, ciao, morgen um 8.30 Uhr bin ich in Hamburg. Und ich sage, was machst du in Hamburg? Ey, flieg zu dir, wir machen das morgen. Und ich sage, ey, ich muss das mit dem HSV sprechen. Wir kriegen das schon hin. Und wir haben nicht mehr locker gelassen und dann war der wirklich nächsten Morgen um 1 Uhr da, um 8:30 Uhr. Wir haben uns dann getroffen und haben da wirklich 3 Stunden lang ein hervorragendes Gespräch geführt und dann sind dann der Meinung gewesen, jetzt rufen wir einfach mal die Bayersdorfer an. Und dann hat er das gemanagt alles und Didi, muss ich sagen, und auch Peter Knebel und Bernhard Peters, das sind die drei wichtigen Menschen im Moment beim HSV, haben sich wirklich auch korrekt verhalten und Stübi hat es dann halt irgendwie geschafft, mich aus dem Vertrag rauszuholen und heute bin ich froh, dass ich hier bin. Ich würde sagen, 2 Monate später sitzen wir jetzt da und führen das Interview. Du, Castingshow ist schon mal ein Thema gewesen. Der FC St. Gallen hat ja durchaus auch so ein bisschen was Castingshow-mäßiges durchgezogen. Du hast an deiner Präsentation schon mal so leicht schnell können erzählen. Es sind doch ein Großteil der Leute, weil er halt keine Journalisten sind, ist aber überhaupt nicht ein erstrebenswertes Beruf. Kannst du einfach mal schnell erzählen, wie das war? Also hast du zu deinen Konkurrenten in dem Sinne Kontakt gehabt? Oder wie muss man sich der Casting Trainer-Ding beim FC St. Gallen vorstellen, kurz bevor dann alle Würfel für dich gefallen sind? Ja, das war, ich glaube, das kann man ja erzählen, oder? Das ist, war eine, seid ihr alles Mitglieder und Fans und habt vielleicht auch ein Anrecht drauf, aber es war ja nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil, es ist halt einfach ungewöhnlich, dass dann, du hast normalerweise mit dem Präsidenten und mit dem Sportdirektor ein Gespräch, die fragen dich so ein bisschen über die Mannschaft und wollte in Deutschland eher was über die Mannschaft wissen, was ich von der Mannschaft halte und was ich bewegen könnte und auch natürlich das System, also sehr viel Input wird da schon gefragt auch, aber in St. Gallen war es eher personenbezogen, also auch die privaten Bereiche, was würde denn Ihr bester Freund jetzt sagen, wenn Sie mit ihm essen gehen, was würde er alles Negatives über Sie sagen? Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wer die Frage gestellt hat, aber ich hab dann schon auch immer gesagt, nein, wie wir wieder wollen, aber das war wirklich auch so. Also, und es waren aber wirklich auch konkrete Fragen und im Nachhinein, klar war es am Anfang ein bisschen nicht unangenehm, aber irgendwie anders. Und, aber es hat danach mir auch in dem Gespräch mehr und mehr einen Sinn gegeben, dass eben der Verein jetzt, natürlich mit Chef hat man einen Trainer gehabt, der, denke ich mal, tolle Arbeit geleistet hat hier. 4,5 Jahre am Stück ist auch nicht einfach für einen Trainer, das ist schon eine lange Zeit und wenn man das schafft, ist man auch gut. Aber das hat mir dann schon auch irgendwo so das Gefühl gegeben, die suchen nicht einfach nur mal schnell einen Trainer, sondern die suchen was Konkretes. Und die haben auch nicht angefangen zu sagen, ja, machen wir mal ein Jahr. Und wir haben gesagt, nee, wir wollen, wenn wir das machen, dann machen wir was Vernünftiges. Und wir haben 62 Kandidaten, davon haben sie einen Großteil antanzen lassen. Ich war praktisch gesehen der Letzte, der Stübi immer so gesagt. Bitte? Das weiß ich nicht genau, aber hat man gesagt, das ist taktisch immer so was, dass es sich natürlich auch immer andere Fährten gelegt und keiner wusste eigentlich von mir und als ich angekommen bin, musste ich in die Tiefgarage und ja, keiner sehen und in den Aufzug rein und bin mir schon vorgekommen, als wenn irgendwo so eine versteckte Kamera ist. Oder, und als ich dann da gesessen bin, wie gesagt, und als dann auch der Präsident gekommen ist und man sieht ja auch schon in der Aura, wie er auftritt und wie sehr angenehm er ist und Pascal und alle, die dabei waren, also selbst ein Psychologe war bei dem Gespräch dabei und sollte mich beurteilen und also es war ungewöhnlich, aber es war irgendwo auch sehr interessant
und im Nachhinein auch irgendwo schlüssig für mich. Und da war mir klar, das sind keine Jungs, die irgendwo rumspinnen und die irgendwas jetzt mal schnell machen, sondern die haben sich wirklich mit der Materie Trainer in Zukunft auseinandergesetzt. Und das hat mir wahnsinnig imponiert. Und dann hat es anderen noch dazu gepasst, dass eben die anderen Möglichkeiten, wie Menschen hier in St. Gallen, die sehr angenehm auch warm auf mich zugekommen sind, die Gespräche, die gelaufen sind, auch mit ihm. Ich war alleine da mal mit ihm auch lange in dem Übergang, wo die Aufsichtsräte dann mal kurz sich getroffen haben, bevor sie zu mir in den Raum sind, um wahrscheinlich alles abzusprechen. Hat er mich so ein bisschen vielleicht taktisch verarztet. Und es waren aber auch tolle Gespräche. Und mich hat es dann gefreut, dass auch dann, der Schweizer ist ja nicht bekannt, dass er eine schnelle Entscheidung trifft. Habe ich zumindest so gehört. Aber dann war es doch von beiden Seiten relativ schnell entschieden. Und auch wenn die Vorgespräche ein bisschen länger, also am Telefon ein bisschen länger, bis der Termin dann hier stattgefunden hat, hat das mal so ein bisschen gedauert. Aber letztendlich haben wir dann eigentlich im Verhältnis dazu eine schnelle Entscheidung gefunden. Und das hat mich gefreut, obwohl ich eigentlich, muss ich sagen, eine fantastische Stadt Hamburg habe und muss man auch fairerweise sagen, einen fantastischen Verein mit HSV hatte, auch einen guten Vertrag. Und somit habe ich mich aber nicht jetzt für die Stadt, für den Verein oder für das Geld entschieden, sondern eher für diese Stadt, für diesen Verein und für diese Menschen, die hier mit dem Verein viel bewegen und viel erreichen wollen. Cool, und ich denke, als Trainer, du bleibst ja auch Mensch, wenn so bei der Casting schon mit solchen persönlichen Fragen oder anderen Fragen, als was für ein System, wie viele Kilometer musst du haben. Das haben sie auch natürlich, aber auch die Kombination, genau. Dass du auch doch, du fühlst dich dann ein bisschen, doch noch ein bisschen menschlich, habe ich das Gefühl, nicht so Roboter. Und du weißt, im Normalfall nach 2 Jahren bist du sowieso wieder weg, kannst du wieder neue Farben aus deinen Lieblingsfarben raussuchen. Und ich denke, das könnte ich mir vorstellen, dass das auch beim Trainer gut tut, speziell auch der von Deutschland kommt, wenn du sagst, dass halt das Tagesbusiness ein bisschen anders, was so Trainereinstellungen und Trainergespräche angeht. Korrekt, ja. Gut, ich habe nachher auf dem Radio. Frage an der Stelle. Sonst machen wir unseren Talk einfach weiter, aber. Wir können jetzt so eine allwissende Frage, was hat der SK Lauf am letzten Wochenende gemacht? Ja, weißt du nicht. Ja, haben wir einen Buch gehabt? Jetzt schon eine. Letzte Frage? Ja, unbedingt. Was, also jetzt sind so 2 Monate Trainer bei unserem Verein und wenn Sie den Verein so sehen, heute ist der eigentlich dadurch ziemlich unvoreingenommen. Also das Umfeld, was Sie beschrieben haben, mit der Stand, was müsste dieser Verein Ihrer Meinung nach so anstreben, sportlich für Ziel leisten? Sehr gute Frage. Ich glaube, dass es immer eine Ansichtssache ist, was man im Verein bewegen will. Ich glaube, wichtig ist, dass der Verein Signale gesetzt hat, junge Spieler aus der eigenen Region oder aus dem eigenen Jugendbereich zu formen. Jetzt ist die Frage, investiert man das Geld eher in die erste Mannschaft oder in diesen Spielbetrieb der ersten Mannschaft oder setzt man lieber auf Langfristigkeit? Und das ist immer, das muss man abwägen. Ich glaube, viele Vereine setzen eben so ein bisschen auf beides, aber beides funktioniert dann auch irgendwie nicht. Und ich glaube, wir haben strategisch, glaube ich, eine gute Vereinsführung, die auch finanziell, glaube ich, sehr gut aufgestellt ist, aber auch das Geld nicht unbedingt jetzt rausschmeißt. Und wenn man dadurch jetzt so einen kleinen Split kriegt, dass man eben junge, hungrige Spieler formt in den Jugendbereichen, die dann natürlich irgendwann mal oben ankommen, das wird aber auch eine gewisse Zeit dauern, aber auch vielleicht junge, hungrige Spieler in der ersten Mannschaft schon hat, wie jetzt zum Beispiel ein Hefti, ein Gelmi oder auch ein Anger, das haben wir jetzt ja auch schon alle gesehen. Ich glaube, wenn man sie ins kalte Wasser schmeißt, aber wenn man einfach das Gefühl denen vermittelt, du kannst auch mal Fehler machen. Und Fans und Trainer und Sponsoren und Medien auch mal jungen Leuten Fehlern verzeihen, dann glaube ich, kann man viel Spaß im Verein haben und muss nicht unbedingt viel Geld ausgeben, um vielleicht auch dann ins Risiko zu gehen, weil es gefällt ja keinem, wenn wir irgendwann mal vielleicht auch mit viel Geld dann nicht europäisch spielen. Weil dann ist die Pflicht da, europäisch zu spielen. Und wir haben, ich glaube, vom Verhältnis her mit das geringste Budget in der Super League. Aber wir stehen trotzdem immer wieder irgendwo in der Nähe dieses erwünschten Europapokals. Ja, das will natürlich jeder Spieler und will jeder Trainer haben. Aber wenn wir jetzt realistisch denken, ist es eigentlich fast gar nicht machbar mit diesen finanziellen Bereichen, die bei uns existieren im Moment, Euroleague zu spielen, wenn man im Verhältnis zu anderen Vereinen sieht.
Lazio, Basel, Young Boys, da kann man ja nicht annähernd rankommen. Heißt aber nicht, dass der Verein schlecht ist. Und wenn man jetzt ein bisschen Zeit gibt und vielleicht auch junge Spieler entwickelt und vielleicht auch junge Spieler Bock haben, nicht immer gleich dann wegzulaufen beim nächstbesten Angebot, sondern Spieler, die eh schon hier verwurzelt sind, dann glaube ich, kann man auch vielleicht mit in Anführungsstrichen schmälern die Gehälter, nämlich wenn man vielleicht auch mal zwei, drei gute Spieler holt, die Summen vielleicht dann ein bisschen quetscht, in diese Spieler investiert gezielt und dann um dieses Gerüst junge Spieler baut. Dann glaube ich, kann man auch das Ziel mit relativ kleineren Budgets erreichen. Jeder Trainer, jeder Spieler würde gern Euroleague spielen. Ja? Jeder Trainer würde gern Pokalsieger sein. Jeder Trainer würde gern Meister sein. Aber es gibt halt 10 andere Mannschaften, die das auch wollen. Und das ist halt immer das Bändchen Glück, das man auch manchmal haben muss. Oder halt auch dann die Substanz an finanziellen. Wobei das nicht immer aussagekräftig ist, dass das für den Erfolg dann auch zutrifft, dass der Erfolg auch zutrifft. Aber was ich mir vorstelle, natürlich mit vielen guten jungen Spielern, mit auch bestehenden Spielern weiterzuarbeiten und wahnsinnig viel Erfolg und wahnsinnig viel Freude haben, dass zumindest die Möglichkeit besteht, jedem Gegner wahnsinnig weh zu tun, also vom Spiel her, dass man sagt von Anfang an, man kann zumindest mal, man hat eine große Chance, das Spiel zu gewinnen und dann vor allem aber auch mit den Fans danach zu sagen, okay, wenn man alles getan hat, wenn man wirklich die Ärmel hochgekrempelt hat und man hat alles gesehen auf dem Platz, dass der Spieler und die Mannschaft alles abgerufen hat und wir haben dann verloren, dann gehen wir trotzdem zufrieden nach Hause. Aber wenn wir es andersrum sehen, dass die Mannschaft das Gras nicht umackert, der Gegner hier im Endeffekt Tore schießen kann, wie er will und sich wohlfühlt und sagt, da komme ich gerne hin, dann haben wir ein Problem und da bin ich auch nicht einverstanden damit. Und wenn man das hinkriegt, dass dieser Gedanke hier wieder auflebt, der war ja schon mal hier, den kennt ihr besser als ich, bei so einem Verein mit solchen tollen Fans muss der Laden da drin brennen, da muss das Gras muss brennen und jeder Spieler, der hierher fährt, muss sagen, boah, warum gerade jetzt nach St. Gallen am Wochenende? Aber das sind wir noch nicht, wir wollen dahin, aber da brauchen wir auch solche Mädels und Jungs wie hier, die aber auch noch nicht nach dem dritten Spielpass schon anfangen. Oh, der Hefti, warum spielt der erst den Fehlpass? Kann ich euch sagen. Weil der erst 5 Spiele hat in der Super League. Und wenn wir jetzt zum anderen Verein schauen, ohne die Spieler negativ machen zu wollen, da sind welche, die haben 200 Spiele auf dem Rücken und spielt trotzdem noch einen Fehlpass. Alter, das ist Fußball. Aber wenn wir die Jungs mit aufbauen und zusammenhalten alle, dann haben wir auch viel Spaß. Dann werden wir auch Spiele verlieren, aber wir werden danach glücklich sein und sagen, verdammte Scheiße, die haben alles gemacht dafür. Wir werden aber auch gewinnen und sagen, schau mal, geil, wie die heute weggehauen haben. Und das muss einfach ein Verhältnis sein, was uns alle zufriedenstellt. Wir werden keine 28 Spiele am Stück so spielen können. Aber den Großteil der Spiele müssen wir so hinkriegen. Und wenn wir dann Glück haben, die Spiele halten können, die Jungen, die dann besser werden und die Gegner vielleicht auch schlechter werden dadurch, dann können wir auch vielleicht mal wirklich mit relativ bescheidenen Mitteln, das soll nicht heißen, dass wir schlechte Mittel haben, wir haben immer noch gute Mittel, aber unsere Vereinspolitik heißt eben, erstmal auf gesunden Beinen stehen. Und das finde ich toll. Das System gehe ich auch mit als Trainer. Und man sieht ja jetzt schon, dass wir auch 2 Spiele in Folge mit einer ganz jungen Abwehr gewonnen haben. Gegen Kunstrasen. In Deutschland gibt es kein Bundesliga-Stadion mit Kunstrasen. Und ich glaube, dass da einfach ein gewisser Vorteil für die Vereine besteht, die eben zu Hause Kunstrasen trainieren und spielen gegenüber die Rasen haben. Aber das muss jeder Verein selber wissen. Ich spiele lieber auf Rasen. Als Spieler und auch als Trainer, weil es einfach auch Fußball eher nach Fußball riecht und nach Fußball auch aussieht. Dankeschön. Das sind jetzt mal die 2 Testspiele. Ja, es sind morgen 2 Testspiele, allerdings die Information für euch. Bei dem ersten Testspiel sind wirklich auch viele Testspieler dabei. Da werdet ihr also fast keine Leute von uns auf dem Platz sehen, weil wir die Zeit nutzen, jetzt auch wirklich mal ein Testspiel, wie gesagt, zu machen für Testspieler, die uns angeboten worden sind. Und ich bin eigentlich ein Trainer, der eher sagt, ich brauche Wettkampfspieler und keine Trainingsspieler. Und deswegen habe ich es immer eher lieber, wenn die Spieler auch gleich ein Wettkampfspiel kriegen, die wir haben wollen, weil das sehe ich sie eigentlich dann in Aktion. Und dementsprechend wird morgen das erste Spiel eher mit Testspielern bestückt sein. Das zweite Spiel ist dann hier mit oder überwiegend mit unseren Spielern bestimmt.
Die meisten werden es vermutlich schon wissen, aber wen könnte man schauen, wo man? Das erste Spiel ist in, am Trainingsplatz und das zweite Spiel ist im Stadion. Anspielzeit? 12 Uhr und 14 Uhr. Ist die Hand offen für eine Frage? Oder? Ja. Ich spiele in der Arena öffentlich. Das muss ich jetzt machen. Anni? Ja gut, das erste Spiel, logisch, das kannst du nicht ohne Öffentlichkeit machen und im Stadion dürfen wir es halt leider nicht mit durchlangen. Das ist leider so. Also nicht öffentlich? Das zweite ist nicht öffentlich. Das erste ist öffentlich, wenn wir den Platz absperren, und das zweite ist nicht öffentlich, weil es ein Stadion ist. Ich erkläre es nochmal. Adrenalin ist, weißt du schon. So, noch mehr Fragen? Das ist in Wien. Also, uns eigentlich auch nicht so wirklich recht. Es ist halt so, am Ende von 4 Wochen, musst du 4 Wochen vor dem Spielbeginn musst du angeben, wo du spielst. Und das Ausweichstadion angeben. Dann haben wir einfach gesagt, wir wollen es in der AfG-Arena machen. Weil im Espen muss auf dem Platz total schlecht zu Weg ist. Und ja, dann haben wir einfach gesagt, weil man einfach noch nicht gewusst hat, die Menschen zu können schneien, jetzt schon. Hat man das Ausweichstadion Wien angegeben. Dann hat der Verband gesagt, das dürfen wir nicht, weil du einfach innerhalb von 30 Kilometern musst sein. Ja, und schlussendlich war einfach das Risiko zu hoch gewesen. Dann hat man gesagt, dann kommt man gerade auf Wien. Aber es ist definitiv so, es wäre allen lieber gewesen, wir würden das für uns im Stadion machen. Aber der Verband hat einfach nicht mitgespielt, wir haben es einfach versucht, mit Ausnahmegenehmigung, aber wir haben es auf die Stuhl gestellt. Und jetzt ist es halt leider zu viel. Ein Körper ist mit 3 defensiven zentralen Mittelfeldspielern gespielt. Was ist das Spielsystem? Ja, das ist zu Hause Mittwoch. Schweiß. Ja, ich glaube, wir haben 4-1-4-1 gespielt. Kann das sein? Ihr könnt euch jetzt ruhig trauen, weil ihr seid ja nicht gepresst, da bleibt ja alles hier. 4-3-2-1. 4-3-2-1? 3 defensiven zentralen Mittelfeldspieler. Wies, Everton, Mutsch. Ja, wir haben da 4-1-4-1 gespielt. Aber das ist jetzt, wir wollen ja keine Trainerausbildung machen, wir haben 4-1-4-1 gespielt. Ich wollte einfach mehr über die Konter kommen. Ich wollte gucken, dass ich habe gewusst, die pressen hoch an, schieben uns zu und wollte dann dementsprechend nach vorne kommen. Das hat nicht funktioniert. Habt ihr ja alle gesehen, denke ich. Ich auch. Aber die Mannschaft hat trotzdem danach eine gute Reaktion gezeigt. Und ich glaube, es lag jetzt nicht am System. Es lag eher daran, dass wir, glaube ich, das Spiel einfach. Also ich muss auch fairerweise sagen, es war vor dem Spiel, wir haben im Stadion noch trainiert. Die haben das beste Training, seit ich hier bin, gemacht. Und ich habe zu meinem Co-Trainer gesagt, ey, morgen scheppert's richtig. Ey, wenn die so trainieren, da schon spielen, die zu trainieren, scheppert's richtig. Es ist genau in die andere Richtung gegangen. Und ich glaube, es war einfach vielleicht ein Einstellungsproblem. Vielleicht waren sie sich allzu sicher und waren vielleicht durch das Training vorher so hoch motiviert, dass sie vielleicht einfach da irgendwo, keine Ahnung, kein Bein vor das andere gebracht haben. Aber die haben es auch gut gespielt, der Gegner, und wir sind einfach unter die Räder gekommen. Trotzdem haben wir immer noch gekämpft und wollten immer noch ein bisschen rankommen, aber es hat halt einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, wir hätten noch 2 Stunden spielen können. Ich glaube, das Spiel hätten wir nie gewonnen. Aber wir hätten auch noch 2 Stunden spielen können am Sonntag gegen die, und die hätten das Spiel nie gewonnen. Ist hier ein Leichtticker oder? Hoffentlich. Also wir schauen uns das nicht, wir können wir auch nicht. Ist das selber reinmachen? Aber der Dani wird alle Hebelbewegung setzen, dass man irgendwo was drüber lesen kann. Wer sind die Gegner? Biel 2. und der Erste? Polen. Polen und Biel. Gut. Jetzt fangen wir nochmal ganz weit vorne an. Ich habe eigentlich so ursprüngliche Fragen noch zu dir und zum FC St. Gallen. Wie viel Sicherheit hat es gegeben, dass dein Vorgänger 4,5 Jahre beim gleichen Verein war? Du hast vermutlich mitbekommen, da ist natürlich nicht nur alles aufwärts gegangen, sonst wäre vermutlich jetzt der Trainer, aber auch in den 4,5 Jahren ist es ein bisschen auf und ab gegangen. Wie es halt darf sein bei so einem Verein wie beim FC St. Gallen, wo auch niemand anders kennt, weil sonst wäre er nicht St. Gallen-Fan.
gewisse Perversheit muss haben, grün-weiß zu tragen. Eine positive. Hat auch eine gewisse Sicherheit gegeben. Und dann auch kombiniert mit der Frage, mit dem 3-Jahres-Vertrag bei dir, ist das eine Voraussetzung von dir gewesen, oder hat man sich da irgendwo getroffen? Wir haben am Anfang gar nicht über die Vertragslaufzeit gesprochen, sondern wir wollten erstmal wissen, ob beide Seiten damit klarkommen, dass man sich einigen kann. Ich glaube, es hat sich dann einfach in der kurzen Zeit so ergeben, dass man gesagt hat, wir wollen einfach langfristig arbeiten. Aber das haben wir die jeweiligen Personen auch zu verstehen gegeben, dass sie keinen Schnellschuss haben wollen. Denn ich muss fairerweise sagen, als ich den Verein noch nicht gekannt habe, war meine erste oder meine zweite Frage, ich hätte gerne eine Ausstiegsklausel. Wir waren, ich glaube, in der 6. Etage da und 5., also 6, aber im Aufzug ist 6, oder? Also 5. Etage. Okay. Und ich glaube, bei der Frage wären fast die Türen aufgegangen und ich hätte weit fliegen können, weil die hätten mich fast aus dem Fenster geschmissen. Die haben gesagt, nee, wir wollen einfach einen Trainer, der langfristig gearbeitet und nicht jetzt schon ankommt mit irgendwelchen Ausstiegsklauseln. Und das war für mich dann auch schon vom Tisch, weil ich, ich habe turbulente Jahre oder ein Jahr in Hamburg erlebt. Da hast du schon einiges mitgenommen. Und ich sage immer, sowas erlebst du nicht ein Jahr drauf nochmal. Also, oder 2 Jahre drauf, weil du hast solche Phasen statistisch gesehen nicht jedes Jahr. Also das ist fast unmöglich. Und deshalb habe ich mich da auch gar nicht lang aufgehalten mit der Frage. Und Dölf hat es auch gleich von Anfang an gleich deutlich gesagt. Und deswegen habe ich gar nicht damit anfreunden wollen und können. Aber es war für uns dann irgendwann klar, dass wir gesagt haben, mit so einem Jugendkonzept, da ich ja auch viel in den U23-Mannschaften gearbeitet habe, Cana Oglu zum Beispiel im KS10, haben wir Jörn Andersen und ich mitgeformt, mitentdeckt. Wir haben auch jetzt beim HSV mit meinem Co-Trainer zusammen auch junge Spieler nach oben gebracht, die da die ersten Bundesliga-Einsätze bei einem Top-Club in der Bundesliga hatten. Und somit war auch dem Verein natürlich klar, dass ich in den Bereichen schon in Karlsruhe, auch in Hamburg, schon sehr viel mit Jugendspielern zu tun hatte. Aber auch in anderen Stationen, wo ich auch Cheftrainer war, wie in Oldenburg zum Beispiel, habe ich jedes Jahr mit sehr, sehr vielen jungen Spielern arbeiten müssen, aus Budgetgründen. Und die Vereine informieren sich natürlich auch. Und ich glaube, Stübi hat, ich glaube, er hätte sogar noch, wenn er gewollt hätte, die Unterhosenfarbe meine Unterhosenfarbe rausbekommen. Also er hat wirklich alles. Alles über mich gewusst. Ich war echt erstaunt, was die alles vorbereitet haben an Zettel und Unterlagen am Tisch und Bilder und war echt brutal. Ich habe gedacht, was ist hier los? Also es war echt gut vorbereitet und somit haben die alles gewusst und ich glaube, denen war dann schon klar, dass sie auch einen Trainer von der Art wie mich suchen und ich habe genauso einen Verein gesucht und vielleicht haben sich, wenn wir Glück haben und viel arbeiten und hart arbeiten, auch 2 gefunden. Also unsere Warte definitiv für die ersten 2 Monate, aber wir haben gesagt, wir geben dir ein halbes Jahr, bis wir ein erstes Fazit ziehen. Aber bis jetzt sieht es also, was uns angeht, sehr gut aus. Wir sind nicht so wahnsinnig relevant. Aber vielleicht, es ist auch typisch Fußballtrainer oder Fußballer generell, man stellt eine Frage und bekommt eine Antwort für was ganz anderes. Ja. Die 4,5 Jahre von Jeff Sabene, das heißt ja sicher dann irgendwann rausbekommen. Jetzt ist das Präsidium noch lustig dasselbe. Die Leute werden vermutlich jetzt nicht gerade morgen alle aussteigen. Ich könnte mir vorstellen, es gibt ja schon auch eine gewisse Sicherheit, dass man weiß, der Vorgänger war auch jetzt nicht nur 1,5 Jahre da. Das haben sie mir mehrmals erzählt. Weil sie wollten ja auch mich animieren, dass ich nach St. Gallen komme. Also die haben schon gesagt, Jeff hat ja auch eine gute Arbeit gemacht. Ich meine, das kann man ja auch als Trainer selber noch beurteilen, aber auch das zeigt ja auch eine gewisse Stabilität und ein gewisses Rückgrat für einen Trainer. Und das war mir eben auch wichtig, dass ich mit so einem Gefühl auch nach Hause gehe. Und das haben sie mir durchaus gegeben und deswegen war das eigentlich für mich eher dann die Entscheidung zu sagen, das heißt, da hast du die richtigen Typen, weil sie wollen A, die Philosophie, sie wollen auch die Mischung mit jungen und erfahrenen Spielern. Sie sind nicht irgendwo blauäugig und schauen und sagen, wir spielen auf jeden Fall den Titel XY, sondern sie waren echt bodenständig und haben wirklich auch alles, was negativ und positiv ist, auf den Tisch gebracht. Haben mir auch gesagt, klipp und klar, was geht und was nicht geht. Und das fand ich einfach toll und deswegen habe ich mich auch relativ schnell entschieden. Realistisch halt, wie wir in St. Gallen sind.
Wenn wir auf deine Bilanz sehen, wir nehmen jetzt mal nur Göpp raus. Bilanz war 3 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen. Torverhältnis von 9 zu 7. Wenn man, bei St. Gallen, bei uns ist es ja ein bisschen so, man denkt sich größer, als man dann halt immer irgendwo ist. Man kann sich schlecht mit Basel vergleichen. Bei uns ist ein Wintermeistertitel 1990 immer noch irgendwie präsent. Da 89, Entschuldigung. So präsent, dass ich schon wieder vergessen. Aber Cäsar 89-90. So. Gerettet. Und dass wir der erste und einzige Hallenschweizer Meister sind? 98. 24. Das ist. Ja, genau. Mittags um 4. vor 2. Das ist 16.38. Wie viel? 16.38. 16.38. Jawohl. Wer hat den Kübel übergeben? Ja, wir können schon Beckenbauer sagen, ich würde das glauben. Nee, aber die Bilanz für 8 Spiele, 9 zu 7 Tore, also da könnte es schlimmer sein. Ein Sportler. Ich war am Montag mit meinem Präsidenten bei einer ganz, ganz wichtigen Veranstaltung von Sponsoren und da hat er das Eröffnungsplädoyer gehalten und hat gesagt, er nimmt jetzt mal vom Beginn an die Saison unter die Lupe und hat gerechnet heute, dass wenn wir jetzt mal die, jetzt ist gerade Halbzeitchef von Zinnbauer, und der Schnitt war in diesem Jahr 0,7, bis ich gekommen bin, pro Spiel, 0,7 Punkte pro Spiel und jetzt ist er glaube ich 1,72 hat er ausgerechnet. Also und da hat er gesagt, wenn wir jetzt so weiter planen würden und den Schnitt halten, dann sind wir am Schluss Dritter. Und dann habe ich gesagt, nee, bitte nicht jetzt. Und jetzt muss ich gleich noch sprechen. Aber es hat er toll gemacht, es hat er toll gesagt. Und ich habe es zwar vorher nicht gewusst, aber ein 1,7er Schnitt ist nicht so schlecht. Ja, finde ich auch. Schaut, wer wir sind, mit dem Budget, wie du es selber vorhin erwähnt hast. Ein guter Schnitt, finde ich, mit 1,7 Punkten. Und ein Highlight-Spiel, ein einfacher Gegner, der schwierigste und der einfachste kommt ja noch. Basel und Vaduz. Du kannst jetzt selber wählen, welche Position einnimmt. Aber auf dem Papier schwierigster und schwächster Gegner. Jetzt haben wir aber noch 2 Wochen Pause. Für dich eigentlich die perfekte Zeit, um dein System, deine Philosophie den Jungs richtig auf den Platz reinprügeln. Jetzt fehlen aber 5 Stammspieler. Für mich für die unnötigste Nationalmannschaftspause, die es so pro Jahr gibt, so die letzten 2 Spiele. Gut, für die Schweiz vielleicht mit Wien, mit Marcel Koller hat es noch ein bisschen was Schönes. Aber heftig, Elmi, Anga, Mutsch und Sally, die fehlen für die Nationalpause. Wie siehst du diese letzte Nationalpause? Ist die wirklich sinnvoll? Und die Frage erübrigt sich vermutlich, du hättest die 5 natürlich lieber jetzt 14 oder 10 Tage bei dir auf dem Platz. Also genau so ist es. Ich hätte sie lieber am Platz und dazu kommt ja auch noch das Janjatovic, Gottal etc. auch noch angeschlagen sind bzw. nicht trainieren können. Wir haben gerade 13 Spieler auf dem Platz stehen, mit dem wir eigentlich arbeiten können. Das ist natürlich sehr wenig für einen neuen Trainer. Und wir haben ja schon mal, als ich gekommen bin, die Pause gehabt. Da war ein sehr ähnliches Problem. Ob die Länderspielpause nötig ist oder nicht nötig ist, boah, die Diskussion gibt es in Deutschland genauso wie auch in der Schweiz und in anderen Ländern. Ich glaube, kein Trainer gibt gern seine Spieler weg. Aber für die Nationen, wenn es um was geht, ist es in Ordnung. Bei vielen Nationen geht es im Moment um nichts mehr. Deswegen kann man es untersuchen, aber ändern kann man es eh nicht. Aber bei Hanga und so, die spielen ja noch Qualifikation. Also die 21er sind ja noch qualifikationstauglich. Somit ist es da auch wichtig, dass sie die Länder vertreten. Aber ich hätte sie natürlich gerne bei mir. Aber ich bin eh bloß Trainer und kann es nicht ändern. Und die Verbände werden dem Verein die Freistellung mit Sicherheit nicht geben. Und die Spieler, glaube ich, sind sowieso stolz, auf für ihr Land zu spielen. Also das gehört auch dazu. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch Spieler wäre und ich hätte die Möglichkeit, Nationalspieler zu werden, ich würde es auch wahrnehmen. Du wirst auch Mitte, Ende November halt das Trikot anziehen. Es muss ja auch stolz machen, hoffentlich, weil sonst muss man ja nicht mehr gehen. Wenn wir so einen Spieler haben, die Frage käme sicher noch von euch, nehme ich jetzt mal fett an, muss noch schnell warten. Transfers im Winter, ist doch klar, die Zeit kommt wieder. Ich sage jetzt mal für dich, wir werden keine Namen hören. Wenn du einen Namen sagen willst, darfst du es sehr gerne machen. Hast du schon einerseits irgendwie ein Portemonnaie vor dir liegen, das sagt, ja, es ist was da, man kann das investieren, man hat dann auch für Financial Fair Play irgendwas wert und nochmal ein bisschen Geld bekommen. Wo ist Nachholbedarf, wenn du es sagen darfst, möchtest, kannst und hast du das auch schon mit den Geldgebern oder die das Portemonnaie auf und zu machen, das schon ein bisschen mal dargelegt? Jetzt ist ruhig.
Jetzt hören Sie alle genau zu. Ja, genau. Also bei uns ist es so, dass der Christian Schliebe dafür verantwortlich ist. Der ist nicht da. Wir haben 1,72 oder 73 Punkte pro Spiel geholt. Der Trainer ist zufrieden. Mal schauen, wie die nächsten drei Spiele laufen. Und dann muss ich mit Christian Stiebe sprechen. Aber ihr wisst doch, wie das Geschäft funktioniert. Der Trainer ist immer glücklich, wenn man gewinnt und braucht keine Spieler. Wenn ich die Frage nicht gestellt hätte, hätte ich dann gehört, diese Frage musst du unbedingt stellen. Und ich kann dir meistens die Antwort auch schon geben von dem her. Das passt. Was habe ich noch aufgeschrieben? Genau, Philipp Morgendorf ist neuer Teammanager. Was macht ein Teammanager? Langweilt sich den ganzen Tag, weil er braucht ja nichts tun. Nein, aber ich bin froh, dass er da ist, muss ich sagen. A, weil er natürlich auch ein, sagen wir mal, irgendwo auch so ein bisschen Standing hat im Verein, bei der Mannschaft, bei den Fans. Die ganze Kiste auch noch gut kennt. Das ist für mich wichtig, weil ich als neuer Trainer natürlich den Verein nicht kennt, natürlich jemanden habe, wo ich mich anlehnen kann und auch mal sagen kann, wenn alle draußen sind, sag mal, wie war das denn früher hier mit den Jungs hier und wie haben die denn gespielt? Und damit, deshalb bin ich froh, dass er da ist. Hat er gerade angefangen mit dem Job, aber muss sagen, ist schon sehr, sehr weit vorangeschritten von dem, was er erledigt. Er ist sehr zuverlässig, so wie er als Spieler auch war. Das spiegelt man sich meistens ja im wahren Leben auch wieder, die Spielarten, wie ein Spieler ist. Er ist ein Arbeiter, er ist immer zuverlässig, ist konkret in seinen ganzen Arbeitsvorgängen und bin froh, dass wir ihn haben. Schön. Wäre das von meiner Seite, außer für den Dani Last, habe ich noch eine Frage. Nachher könnt ihr natürlich auch noch eure Frage umrühren. Dani, jetzt kommt's. Ist es von mir Transfer? Nein. Ja, jetzt frage ich direkt den Transfer. Nein, mit dir haben wir ja fast am meisten zu tun. Also der gute Michi Platter, der sich entschuldigen lässt, der ist wieder mal irgendwo in der Welt am Schocki-Maschinen verkaufen. Du hast Stefan Fischer geholt von Lemgo, von deinem ehemaligen Handballverein. Das stimmt so weit. Nein, ich habe sie nicht geholt, ich habe sie schlussendlich empfohlen. Ja, aber Lemgo ist schon ein gemeinsamer Nenner, das stimmt auch. Ja, da haben wir 5 Jahre lang zusammen geschafft. Oh, gut recherchiert. Ja, darum weiß ich es ja noch. Ja, darum kann man das Recherche durchaus anschauen. Bei ihr hat man das Gefühl, Kritik auf der Internetseite, auf der Homepage, bei den Spielerbeiträgen. Ich weiß nicht, ob das nur mir auffällt, aber, oder wie ich halt mit dem Manuel, mit dem Heiner, die da seit Jahren da geschrieben, mit denen alle Auswärtsfahrten gegangen oder fast alle. Wird man irgendwie weniger Kritik auf der eigenen Homepage oder die mir da Schweizer den Deutsch wieder etwas ininterpretieren, was gar nicht da ist? Oder sagt man dem Professionalität? Nein, da muss man ein bisschen differenziert sein. Also grundsätzlich sage ich, auf der Homepage ist man einfach wieder weiss und das Glas ist immer halt voll. Und wenn der Albert halt 10-mal eine 100%ige vergibt, dann hat er nicht scheiße gespielt, dann hat er halt unglücklich gespielt. Und ja, das ist einfach so. Natürlich dürfen wir sie komplett ausblenden. Ich dürfen für das Spiel den Manuel verantworten. Wir haben natürlich da auch die eine oder andere Diskussion. Ja, ich könnte jetzt ein ganzes Buch darüber schreiben, was da schon alles vorgefallen ist. Nein, aber ich glaube einfach, dass ich Spieler lese das wirklich ganz genau. Spieler lesen natürlich auch ganz genau, was zum Beispiel bei Facebook steht. Das nehmen sie schon wahr und kommen dann natürlich auch zu uns. Und ich glaube, ja, wenn du für den Verein schaffst, dann musst du die Jungs einfach unterstützen und ihnen da ja, ein bisschen Support bieten. Aber logisch, klar, dann wissen wir alle, wenn der Stürmer XY zusammen verschießt, der wirklich scheiße gespielt. Das ist ja der Grund, wieso das Adrenalin wird auf den ZMF zu sagen, gerne schaffen. So, also im Moment nehmen wir mal an, oder? Es bleibt das so. Schöne Wahl, das ist gut. Ich wohne genau neben dir. Auch hier, ja. In der Nähe. Ganz in der Nähe. Das ist der Nähe weg, vermutlich, dass der Chef dort mal, wo er im Aargau gewohnt hat, seit 4,5 Jahren. Ich wohne in Rorschach. Rorschach? Die braucht ja nicht ein bisschen Bart, ein bisschen so, Frage an Hundi, wer... Wie Sie, einer fehlt. Ich merke mich alle hier. Alles gefilmt, ich suche mich nicht aus. Kannst du noch ein Bild machen vor allem? Dann können wir den Strichli-Liste machen. Die Idee ist aber auf die Hälfte drauf. Jetzt behaupte ich... Dann schaut der Dani schauen, dass wir eine Ausnahme machen. Nein, können wir nicht. So. Joe, du bist, bevor das deine Verpflichtung
bekannt geworden ist, bist du das Phasenspiel gewesen. Du bist auch im Stadion gewesen. Weißt du, dein Eindruck vom Gästensektor? Ich hoffe, der Baum brennt hier doch also. Okay. Ich sag mal, ich hab mich eher auf die Konzentration des Spiels. Ja, wenn Sie das. Ich hab's cool gefunden. Wir schauen gerne ein bisschen in den Sektor an. Das wird spielen. Weitere Fragen? Was? Kennst du Reutlingen? Dann würde ich gerne dort mal ein Testspiel spielen. Haben wir es. Haben wir schon ausgemacht. Also es wird wahrscheinlich in der Vorbereitung Sommer funktionieren. Also wir sind dran. Ich kenne Reutlingen sehr genau. Vorausgesetzt, Reutlingen will auch. Also, ja, aber ich kenne Reutlingen sehr genau, weil ich da auch schon mal während eines Spiels nicht mehr spielen durfte mit meiner Mannschaft. Karlsruhe und Reutlingen. Spielabbruch. Guter Punkt. Können wir schon sagen, dass auch das Spiel in Reutlingen eher in Deutschland stattfindet als in der Schweiz? Da wäre ich euch sehr stark verbunden. Danke. Eine Frage ohne Fragezeichen. Hat es euch verwuscht? Ich habe mal der Roya als Captain. Spiel. Was sind so die Kriterien, was braucht, um ein Captain blinden zu werden? Der hat genau den Arm vom Durchmaß, der auch passt. Die anderen haben die nicht gepasst. Nein, der muss einfach ein Typ sein, der muss Verantwortung übernehmen können und ist einer aus St. Gallen, der weiß, was er zu tun hat, wenn er Captain ist, der muss auch mal reinwachsen in die Sache, aber ob er dann Captain bleibt, das weiß ich auch noch nicht. Da macht sie im Moment sehr gut. Bin auch ein bisschen abergläubisch veranlagt. Wenn man natürlich auch immer gewinnen, ändert man nicht viel. Und wenn er nicht im Kraftraum die Binde so lang oder im Kraftraum so lange den Arm hochpumpt, dass die Binde nicht mehr passt, dann wird er vielleicht auch gegen Basel wieder Captain sein. Mal schauen. Du hast es geschafft. Letztes Jahr mit Hamburg, trotz den negativen Ereignissen, wichtige Spiele gegen Bayern zu Hause 0-0 zu spielen, gegen Dortmund zu gewinnen, gegen Schalke, auswärts 0-0 zu spielen, gegen Leverkusen. Ja, Leverkusen hat gefehlt, genau. Also aggressive Spiele. Ist das jetzt ein Vorteil für uns, weil wir jetzt gegen Basel und Liebe spielen, dass du die Spieler im entscheidenden Moment gegen die guten Mannschaften richtig motivieren kannst? Ist das eine Stärke von dir? Ich müsste die Spieler fragen, keine Ahnung. Ich glaube, dass Motivation im Fußball sicherlich eine gewisse Rolle spielt, aber die taktischen Sachen sind eigentlich viel wichtiger. Die Motivation ist ein Teil, das sicherlich dazu beitragen kann, aber das Wichtige ist eigentlich, die Vorgaben umzusetzen. Ich habe am Mittwoch im Cup habe ich auch Motivation gemacht und die hat nicht funktioniert. Und taktisch ist das wichtig. Aber ich freue mich, ich habe mich als Spieler immer eher auf solche Spiele gefreut. Und ich glaube, das ist auch normal, wenn man gegen Basel spielt, jeder Spieler will sich beweisen, jeder Spieler will zeigen, dass er vielleicht mal auch gegen Basel gewinnen kann. Das kommt ja nicht so oft vor und ich freue mich auf das Spiel und hoffe, dass die Damen und Herren und Jungs und Mädels und Kinder und was auch immer noch alle da sind im Stadion eine Freude haben und dass wir, eins ist wichtig, zusammenhalten müssen wir, weil wir müssen, Basel muss einen schlechten Tag haben und wir müssen einen Top-Tag haben, um zu gewinnen. Aber dahin werden wir arbeiten und wir werden hoffentlich dann auch gemeinsam mit euch feiern können. Und wenn es ein Punkt ist, ist es auch schon ordentlich. Wenn wir gut spielen und verlieren, ist auch gut, aber wenn wir gewinnen, können wir ein Fass aufmachen. Könnte das also ganz generell ein bisschen das Problem sein für die etwas miese Bilanz gegen Vaduz und dass sie gegen Basel aktuell gar nicht so schlecht ist? Fällt da wirklich viel mit der Motivation, dass du dann einen Spieler hast, die sagen, Vaduz, da muss ich mir die Schuhe nur halb binden? Das weiß ich nicht, weil ich nicht in die Köpfe der Spieler gucken kann. Dann wird mir kein Spieler sagen, Trainer, stelle ich auf, aber ich spiele heute schlecht. Das würde er nicht sagen, aber ich glaube einfach, nein, das merkt man, also bei mir, muss ich unter meiner Leitung nicht, aber
Es ist auch normal, also es ist nicht unmenschlich. Weil viele Spiele haben natürlich auch gegen Basel, sieht man ja auch, gegen Basel kommen die Leute ins Stadion. Ja, und gegen andere Vereine hat dann weniger. Und woran das eigentlich liegt, weiß ich nicht. In Deutschland ist es fast immer, bei Bayern kommen sowieso alle, aber trotzdem in Deutschland ist es teilweise schwierig, sogar gegen Köln zu Hause eine Karte zu bekommen, weil einfach die Stadien voll sind. Und das ist halt hier in der Schweiz noch nicht so, leider. Aber damit können wir im Moment gut leben, weil wir wollen Punkte holen und das wollen wir, wenn es möglich ist, schon gegen Basel. Wenn alle da sind, freuen wir uns alle und kommen dann das nächste Spiel wieder. Und wenn wir dann wieder gewinnen, dann kommen sie wieder und dann können wir dann auch weitermachen. Uns bringt Punkte und euch bringt Spaß. Und am Schluss werden wir gemeinsam feiern. Du, Uwe, bist du gekommen? Eine Frage auch noch? Was haltest du von Red Bull Leipzig? Ein geiler Verein mit Fankultur und ja. Wenn du nicht hier willst, spielen, was macht er da denn? Den der Testspiel die akzeptieren, oder nicht? Ja, wir spielen. Wieso? Sag mal, also auf dem Platz stehen fantastische Spieler, das dürfen wir nicht vergessen. Also jeder andere Mannschaft auch, der Kunde nicht im Training. Ziehen wir auch andere Gegner. Ja, aber die haben schon eine bestimmte Qualität und man darf auch nicht vergessen, wir spielen gegen den zweiten momentan in der zweiten Bundesliga. Da ist die Qualität auf dem Platz, die ist nicht ohne. Und ich finde es immer, man sollte sich, und das ist ja bei euch genauso, wenn ihr eure Choreografien macht, messt ihr euch mit dem Besten. Sollen wir uns jetzt mit Schlechteren messen? Das ist kein Messen. Ich will besser sein als viele Vereine. Und ich will besser sein als Van, als die Choreografie, die Fangesänge sollen ja besser sein als bei vielen anderen Vereinen. Und uns geht es genauso. Und ob dann Red Bull draufsteht oder ein anderer Verein draufsteht, ist mir doch, der Rasen ist mir wichtig. Die Fans sagen natürlich, klar, wenn wir jetzt in Leipzig spielen, dann haben wir keine Fankultur oder so. Aber das interessiert uns als Trainer eigentlich weniger. Wenn wir unsere guten Fans haben. Wird die so unreagiert, wenn ein Jungfjörg gegen Red Bull spielen? Muss er ja. Oh, ich meine. Wenn wie reagiert er, wenn du jetzt mit dem Club gegen Red Bull freiwillig spielst? Oder in Deutschland gibt es viele Vereine, also, ich kann natürlich jetzt keine Rücksicht auf meinen Sohn nehmen, ob ihm das gefällt oder nicht, weil ich bin Fußballtrainer. Ihr würdet euch wünschen, wir würden nicht gegen Red Bull spielen, sondern halt vielleicht dann gegen Reutlingen. Es gibt auch andere Kaliber. Ja, aber du musst auch gegen die spielen können. Das ist ja nicht so einfach. Du kannst dir heutzutage nicht. Vom Tag her musst du ja auch gucken, dass du deine Trainingsbelastung dann nicht steuerst. Und wenn jetzt der andere Verein nur am Dienstag spielen kann und wir aber am Mittwoch gerne spielen wollen und die wollen nicht wechseln und die können nicht wechseln, weil die Belastung so wichtig angesteuert ist, dann hast du ein Problem. Also es sind bestimmt viele Mannschaften da, aber du kannst nicht gegen alle Mannschaften spielen, weil die auch schon teilweise ein halbes Jahr vorher die Spiele schon vereinbart haben und dann nicht mehr spielen können. Und Red Bull ist sicherlich ein Verein, was in der Fankultur vielleicht, aber auch die sind mittlerweile schon, glaube ich, ein Stück weiter gekommen. Aber ich war noch nie da, ich war noch nie in Leipzig und habe mich wieder angeguckt, aber das ist mir auch, das ist nicht mein Bier und das ist nicht meine Sache, sondern wir wollen gute Gegner haben und ich finde, der Zweitplatzierte in der Bundesliga, ob das jetzt der Red Bull ist oder ein anderer Verein ist, der war da und wir freuen uns, dass wir als Trainer und als Mannschaft gegen solche Vereine spielen können, weil wir da auch wieder vielleicht eine Steigerung erreichen können. Wie ihr auch, wenn da was ist, was gut war, wollt ihr auch besser werden und wollt die übertrumpfen. Ihr fahrt ja auch nicht mit eurer Choreografie wohin und sagt, denen zeigen wir es heute mal, die sind total schlecht und wir machen nichts, sondern ihr wollt ja auch besser sein als die anderen und bei uns ist es genauso. Wir wollen gegen die Besten spielen jetzt. Die Idee für Choreo steht schon in der Türkei. Kannst du denn als Monster FC St. Gallen auftreten? Also? Egal. Er ist der erste, der kommt auf den Ich habe den ersten Satz nicht verstanden. Potenzial für die Jugendmannschaft. Ich habe jetzt drei Spiele der U23 gesehen und ein U21, Entschuldigung, aber uns ist ja U23. Kommt mir immer noch vor, dass das mein Versprecher ist. Und die U18 habe ich ein Dreiviertelspiel gesehen, weil ich dann zum U21 gefahren bin. Ich
Das kann ich jetzt noch nicht, das kann man nicht innerhalb von drei Spielen bemessen, ob da ein Potenzial da ist, weil junge Spieler auch mal schlechte Tage haben, auch andere Gegner haben, die vielleicht dann besser sind oder älter sind, und es ist immer schwieriger für eine U21 gegen ältere, also wenn man U21 gegen U21 spielt, ist das sicherlich ein korrekter Vergleich. Aber wenn man U21 gegen eine normalen erste Mannschaft spielt, ist das kein objektiver Vergleich, weil da einfach viel, viel erfahrene Spieler drin sind. Das heißt aber nicht, dass sie immer schlechter sind. Aber Jugendspieler, die gerade aus der U18 kommen, brauchen einfach noch eine gewisse Reife, eine gewisse Entwicklungszeit. Außer du hast halt so Top-Talente wie jetzt Hefti dabei, die dann den Sprung gleich halt dann schaffen. Aber das hat man auch nicht immer. Aber das heißt auch nicht, dass die anderen Spieler, die in der U21 sind, nie es schaffen können. Also wir arbeiten mit denen, die Trainer, die da sind, machen das hervorragend. Sie arbeiten jeden Tag mit den Spielern und wir tauschen uns auch regelmäßig aus. Ich versuche auch die Trainings und auch die Spiele zu beobachten, wenn es möglich ist, mal Zeit her. Aber im Moment kann ich jetzt nicht beurteilen, ob gut oder schlecht. Wichtig ist auch für uns nicht die Tabelle, sondern die Entwicklung des Spielers. Das ist für uns wichtig. Die Tabelle ist für uns nicht so interessant. Absteigen dürfen wir natürlich nicht, ist klar. Aber ob wir dann Zehnter werden, Zwölfter oder Fünfter werden, die Entwicklung des Spielers steht im Vordergrund bei uns. Beantworten Sie? Ja, super. Also ich habe ja schon die meisten Titel jetzt auch gar erlebt. Das ist ein sehr seltenes Erlebnis. Und der Cup-Sieg aber noch nicht. Und ich habe eine so eine persönliche Bitte. Ich weiß, das ist, für mich ist es ernst, aber es muss nicht ernst genommen werden. Aber wenn wir trotz allen Widerständen mal Tatsache den Halbfinale im Cup überstehen und wir stehen im Finale und gewinnen das Ding sogar, und Lietzi gegen GC, dann würde ich mir wünschen, dass der Trainer mit der Mannschaft, wie die Mannschaft in 69 mit dem Zug nach Hause in St. Gallen fährt. Und ihn dann präsentiert gleich auf dem Markt. Also jetzt wollen wir natürlich drüber nachdenken, wie kriegen wir die Mannschaft in den Zug rein? Also, das müssen wir natürlich da müssen wir natürlich noch viel machen. Aber wenn es mal so sein sollte und ich sollte Trainer sein, weil auch wie es dein Traum ist, wäre es auch mein Traum, ne? Ist ja klar. Kein Problem, wir haben genug. Ich fahre lieber mit den Fans nach Hause, wenn ich ehrlich bin, nach so einem Cup-Sieg, als mit dem Mannschaftsbus, muss ich auch sagen. Weil ich brauche dann auch gar nicht mehr zum Balkon laufen, weil ich glaube, dann werde ich mich drei Tage hier in St. Gallen nicht mehr finden oder irgendwo in der Bahn, in der Ecke da. Aber wenn wir das schaffen sollten, kann ich das heute zusagen, dann versuche ich alles, was in meiner Macht steht, wenn wir so ein Abteil kriegen, wo die Jungs zumindest einigermaßen erstmal eine kleine Freiheit haben, bin ich gern bereit, auf den Weg einzugehen. Aber das wird ein ganz langer und steiniger Weg für uns alle. Ja, wir haben noch ein Leben lang. Ich nicht als Trainer, aber ich will auch Zug fahren, weißt du? Pünktlich in der Schweiz, gell? Ja. Der Daniel hat gemeint, wir würden das High laufen, wenn es jetzt Game ist, das Finale. Da könnt ihr ja alle mitmachen, nehmen wir sicher schon mal. Fragen? Wenn der unterzahlt, also wird man helfen. Dann, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Los geht's. Verein, wo sie angeboten wäre, du musst dort zu müssen. Verein gibt es nicht, hier wohne ich auch schon. Dann kriegt mich hier nicht weg. Vielleicht die Frage ausgeführt, ein Herzensverein, so, also Nürnberg von der Kurve halt, aber sonst noch irgendwie so Farben, so vielleicht Klopp, wenn er nach von Liverpool angefragt wird. Also man muss natürlich immer realistisch bleiben. Im Moment kann ich mir nichts anderes vorstellen, weil ich auch voll mit meinen Gedanken in diesem Verein bin. Und ich bin halt in dem Fall für euch jetzt leider nur ein Trainer, weil du hast als Trainer natürlich schon eine gewisse Bindung und ich glaube auch, so wie Chef, das ist für einen Trainer 4,5 Jahre, ich war 5 Jahre in Oldenburg, 3 Jahre in Karlsruhe, da gehst du nicht gerne weg. Ich war ein Jahr in Hamburg und du gehst nicht gerne weg und ich bin jetzt 7 Wochen hier oder so und da fühle mich eigentlich schon, wenn ich schon lange hier wäre. Aber wenn natürlich irgendwann für einen Trainer, und das ist ja auch ein Job irgendwo, ich bin ja kein Fan, ich bin absoluter Fan vom Verein, von meiner Mannschaft, klar. Und bin auch von den Fans hier wirklich begeistert, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn natürlich irgendwann mal ein Angebot kommt und der Verein kriegt dann auch viel Geld dafür und die können sich vielleicht dann
denselben Trainer wiederholen und hat vielleicht sogar noch einen Profit dadurch geschlagen und ich vielleicht auch. Von der Entwicklung des Trainers her, dann hört man sich natürlich alles an, aber im Moment würde ich da gar nicht dran denken. Und ich habe echt Bock auf diesen Verein, muss ich echt sagen. Und ich hoffe, dass ich noch lange hier bleibe, weil so ein toller Trainer bin ich jetzt auch nicht, dass morgen schon alle sich um mich reißen. Das muss ich erstmal beweisen. Und wenn ich es hier beweise, mit euch, mit uns, mit der Mannschaft, dann habe ich vielleicht Möglichkeiten, auch noch meinen noch nächsten Schritt zu machen. Aber ich bin immer ein Trainer, der auf dem Boden bleibt, der realistisch ist, der auch mit allen irgendwo zurechtkommt. Und ich will mit allen hier zurechtkommen und möchte Erfolg haben. Wie lange es dauert? Am liebsten morgen schon. Aber das ist ein Wunschdenken von mir und es wird nicht umsetzbar sein. Aber ich fühle mich echt sauwohl hier und finde es geil hier und finde auch euch so, wenn ich sehe, wie die Jungs hier alle gucken mit Augen und im Stadion auch jetzt, als wir in Thun gespielt haben auf diesen Kunstrasen und danach unsere Fans eigentlich lauter waren als der Gegner. Das ist einfach geil und das motiviert mich und das zieht mich an und das macht mich an und ich könnte morgen schon wieder gegen Basel spielen. Warum muss ich wieder scheiß Nationalländerspiel-Paule sein? Ich will am liebsten morgen spielen, ohne dass jetzt Nationalländerspiel scheiße ist, sondern vom Spiel her meine ich jetzt. Also die Nationalländerspiele sind ja top, weil da würde ich die Nationen auch spielen. Aber für mich als Trainer, ich würde am liebsten schon spielen morgen. Ich habe dich vorhin kurz schon gefragt. Man sagt ja immer, ein Trainer kommt selten allein. Ich schon. Gibt es Spieler also von Abort, von der U23 oder auch von der ersten Mannschaft, die bezahlbar sind und die man ausleihen könnte? Muss ich die Christian Stübli fragen? Mich interessieren würden. Mich interessieren meine Spieler nur. Ja, wir haben doch alles gewonnen, jetzt gebt doch den Jungs mal Zeit, die müssen sich auch, wenn ihr jetzt ein neues Lokal nehmen würdet und hätten einen neuen Wirt, neue Bedienungen und die Alten waren so geil und die haben euch alles gemacht und sogar mal vielleicht ein Bier nicht bezahlen müssen und jetzt geht er zum nächsten Laden, weil er da ein neues Fanlokal aufmacht, dann wisst ihr auch nicht, ob das vielleicht dann irgendwann trifft. Also geht man doch von dem Alten erstmal schlecht weg und ich finde, jeder Spieler muss seine faire Chance bekommen. Vor 3 Wochen oder 4 Wochen Lugano habe ich den Sali nach 25 Minuten ausgewechselt. Danach haben mich 3 Leute gefragt, spielt der denn jemals noch ein Spiel bei ihm? Nee, habe ich gesagt. Er schießt in Zukunft noch mehr Tore als vorher, weil da hat er ganz geschossen. Also es ist nicht schwer, dass er einen schießt, weil da hat er schon mehr geschossen wie vorher. Und dann schießt er gerade einige Tore, 3 hat er geschossen, ne? Oder? So, also... Der Steven Lang, den hatte vor ein paar Wochen noch alle so, ja, aber jetzt spielt er gerade einen guten Ball. Gelmi und wie sie alle heißen, Langer. Die machen alle. Langer. Wie sie alle heißen. So. Ja, aber gebt den Jungs auch mal eine Chance. Die haben einen neuen Trainer. Ja, vielleicht, wie gesagt, auch wieder ein neues Lokal. An dieses neue Lokal muss man erstmal gewöhnen. Das heißt aber nicht, dass das neue Lokal schlechter ist als das alte, vielleicht sogar besser wird als das alte. Und Investitionen heißt ja immer, man muss Geld ausgeben, um im Winter Spieler zu bekommen. Und im Winter sind sie meistens alle teurer als im Sommer. Und wir wissen noch nicht, was uns im Winter eigentlich dann alles überhaupt auf dem Markt angeboten wird. Wir wissen es natürlich. Aber sind die denn alle besser? Werden die alle besser? Die wollen auch noch wieder langfristige Verträge haben. Lassen Sie uns erstmal die Mannschaft wieder kennenlernen. Ihr kennt sie jetzt so. Klar, sagt man, ja, jetzt haben wir ja Gott sei Dank 2 Spiele in Folge gewonnen, weil vor 2 Spieltagen sind wir doch alle hier gestanden und haben gesagt, oh, schau, hoffentlich steigen wir nicht ab. Und jetzt plötzlich sind wir 19 Punkte und jetzt heißt es wieder, wow, Zürich 11 Punkte, 11 Punkte plus Zürich, wir haben 19, geil, und Europa. Und aber wir wissen nicht, was in 3 Spielen ist. Es kann in 3 Spielen wieder ganz anders aussehen. Ja, das geht so schnell in der 10er-Liga und lasst uns einfach mal gucken, ich verspreche euch, ich bin echt objektiv und ich habe alle lieber, ich habe alle Spieler echt alle gern. Aber ich bin Fußballtrainer und ich habe sie nicht, ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich sie alle mag. Sie müssen taktisch das bringen, was ich will von denen. Und wenn sie das nicht können, dann passen sie nicht zu mir. Hat aber nichts mit der Qualität des Spielers zu tun, sondern mit meiner Vorstellung, wie man Fußball spielt. Und die möchte ich so spielen, dass ihr Spaß dran habt. Und wenn es einer begreift, die Spieler, dann schicke ich den nicht weg. Ich gebe Zeit. Aber wenn es einer nicht begreift, dann merke ich es schnell, genauso schnell wie ihr merkt, wenn er irgendeinen holt und der, mein Sohn macht immer die Choreografie, diese Zeichnungen, weil er einfach gut zeichnen kann. Und wenn ich mal da bin, dann sagt er, nein, ich kann heute nicht, weil ich muss wieder irgendwas machen, ich muss was zeichnen. Dann sage ich, kann das ein anderer machen? Nein, das kann kein anderer, das muss ich machen. Ja, und
ich sehe meinen Sohn deswegen nicht. Und, aber er ist gut und deswegen holen sie ihn. Ja, und er hat am Anfang nicht gut gemalt. Und jetzt malt er einfach gut. Und früher haben sie nicht gefragt, er soll kommen, da haben sie einen anderen gefragt. Jetzt malt er wahrscheinlich besser als der andere. Aber er hat Zeit dafür gebraucht und es braucht ein Spieler auch. Es ist nicht so einfach. Wenn wir ein neues Betriebssystem auf unserem Computer spielen, also zumindest ich, bin kein Freak, aber ich würde die ersten drei Wochen würde ich am liebsten den Computer aus dem Fenster schmeißen, weil ich nicht damit zurechtkomme. Aber plötzlich irgendwann macht es Klick und ich sage, ey, ist das geil, ist ja viel einfacher als das alte. Und genauso muss der Spieler auch in dieses neue System reinwachsen. Und ich habe echt keine Lust schon, bei euch sowieso, aber auch in den Medien über Spieler zu diskutieren und in der Öffentlichkeit rum, ist einfach unfair. Ich muss meinen Spielern gegenüber loyal sein, das erwarte ich von mir, auch gegenüber meinen Spielern und umgekehrt genauso. Und deswegen werde ich heute nicht hier Spieler diskutieren oder an den Pranger stellen oder schlecht machen. Die sind alle top, die haben alle super League gespielt, können Fußball spielen, jetzt müssen wir bloß gucken, dass sie mein System hinkriegen oder unser System hinkriegen. Und dann haben wir alle Spaß dran. Und wenn er nicht passt, dann werdet ihr, nee, die ersten wahrscheinlich nicht, weil wir müssen es auf der Pressekonferenz sagen, wenn wir einen holen sollten oder wegschicken, aber ihr werdet sowieso intern, wahrscheinlich ihr wissen als irgendwelche Medien, weil die Fans wissen meistens mehr als alle anderen, finde ich, glaube ich. Beantwortet. Wie die Frage? Ja. Meist Partner? Ja, ja. Gut, ja, ich glaube, wir lehnen es mal, oder willst du? Ja, ja. Die System. Welche Bundesliga-Mannschaft, also erste Bundesliga-Mannschaft, spielt am ehesten dieses vorgestellte System? Keins. Keine Bundesliga-Mannschaft. Wir spielen nur ein exklusives System bei uns. Ich habe keine, also ich werde den Teufel tun und schaue mir irgendeinen Spieler an und sage, boah, das muss ich kopieren. Ich muss so bleiben, wie ich bin und mich verbiegt keiner. Ich bleibe immer so, wie ich bin und ich spiele meinen Fußball, also den ich mit meinem Trainersteam und mit meinem Verein zusammen mit meinen oberen Leuten bespreche. Das habe ich denen vorgestellt, das war eine ähnliche Situation, die sie auch vor sich vorstellen. Aber ich werde nie ein System oder sowas kopieren. Ich schaue mir natürlich Möglichkeiten an. Aber ich fixiere mein System eher auf den Gegner und auf meine Mannschaft, um Stärken und Schwächen zu erkennen. Und danach spiele ich Fußball. So trainieren wir auch. Wir trainieren wirklich immer auf den Gegner. Gut. Wir wollen eher das abzielen. Das abstrakte Wort, System. Was meint er mit dem? Wenn ich eher versinnbildlichen würde, man kann schon sehen, was eine andere Mannschaft schon bietet, beziehungsweise. Also es soll dahin gehen, dass wir immer ein Tor mehr schießen als der Gegner und eins weniger reinkriegen als die, weil dann gewinnen wir jedes Spiel. Aber es soll nicht nur ein Ergebnisspiel werden, sondern es soll einfach ein attraktiver Fußball sein. Wo wir wirklich auch, weil er schreit doch nur, wenn der Ball in die Gegnerzone kommt oder zumindest vor die Box des Gegners kommt. Dann gibt ihr Vollgas. Aber wenn der Gegner den Ball bei uns hinten drin hat, dann sind wir meistens alle ruhig oder machen nicht viel. Und ich habe es im Stadion angenehmer für mich, wenn wir schreien, wenn wir Stimmung haben. Und deswegen will ich, dass der Ball nach vorne geschlagen wird, beziehungsweise nach vorne gespielt wird, um da Theater zu machen. Ob das funktioniert, ich werde alles dafür tun, das verspreche ich auch. Aber man muss auch der Mannschaft jetzt und auch den Trainer und den neuen Staff Zeit geben. Die brauchen wir. Jetzt haben wir schon ein paar Pünktchen geholt, das ist schon mal entspannter. Dann schauen wir, dass wir den nächsten holen. Und wenn ich jetzt mal hier sitze, dann könnt ihr mich alle wieder löchern und sagen, damals hast du gesagt. Aber da muss ich auch mitleben. Ja, ich hätte noch einen Wunsch. Ja, in den letzten 15 Jahren waren wir nur zweimal in der Rückrunde besser wie in der Vorrunde. Das wäre geil, wenn wir besser sind. Ich habe ja nicht die ganze Vorrunde gespielt, deswegen sind wir auf jeden Fall besser in der Rückrunde. Wir haben auch schon 28 Spielen, kein Viertel vor zwei Spielen mehr gewonnen. Nein, nicht 28, 21. Ich bin wirklich 28. 21 ist auch eine brutale Zahl. Also ob 28 und 21 ist trotzdem eine brutale Zahl. Und wir haben trotzdem jetzt eins gewonnen. Auch Frühstück. Und seit 5 Jahren, oder? Seit 3 Jahren. Okay. Mit dir strahle ich nicht. Aber wie viel optimistischer könnt ihr auch in der fertigen Zeit, weil bleiben dann noch da. Ich würde sagen, ihr könnt nachher auf den Führer machen, da noch ein Smalltalk. Also außer sie müssen dann gerade gehen, oder dann hat man sicher ein paar Sekunden, Minuten haben sie noch.
eine bessere Rückrunde als bisher und ein Viertel vor zwei Spielen wird in absehbarer Zeit gewonnen. Und in dem Sinn, glaube ich, machen wir einmal richtig Lärm, weil das könnt ihr vor allem für den Joe Zimbauer und den Daniel Lange. Ich mache nicht das ganze Schlusswort, da macht Manuel noch. Der darf auch noch anklatschen, finde ich, wenn es ganz so läuft. Er braucht dich. Zuerst noch kurze Informationen über das Fanlokal, was in der nächsten Zeit noch läuft. Am Samstag haben wir ein Jetlag-Turnier, dürft euch sehr gerne nacheinander mal anmelden. Nächsten Donnerstag haben wir eine Dokumentation über Istanbul United. Ist eine Dokumentation, die über Gezi-Protest sehr interessant. Dann am 12. Dezember mein absolut, nein, mein zweitliebsten Anlass, mein liebster Anlass, Wolken nachher, ist die Auktion, unsere kreativen Menschen malen Bilder, wie zum Beispiel das Bild, das wir dort hinten gesehen vom Espen Moos. Solche Bilder werden am 12. Dezember versteigert. Und am 24. Dezember um 12 Uhr haben wir gratis Suppenessen für alle Bewohner oder für alle Leute, die einfach Fans sind vom FC St. Gallen oder in der Stadt St. Gallen wohnen, gerne wo wir kommen. Und ja, jetzt danke ich Jan. Jan, ich glaube, du hast schon alle Shirts und alle Pullover von uns. Wenn nicht, kannst du noch nicht geben. Vorher nicht? Hast du noch was bei deinem Shirt? Nein. Gut, dann kommst du nachher noch eins über. Ja, gut. Wir haben für den Joe, den Fall auch für den Jan und für den Dani haben wir das Boscardin-Shirt. Ich hoffe, die Größe stimmt. Wenn nicht, wir haben auch noch eine andere Größe da verliebt. Der Boscardin ist einer, der früher einmal Platzwart war. Ich ist bei Moos-Zeiten, er ist 34 Jahre lang, hat er den Platz von unserem geliebten Espen Moos gepflegt und gehackt, war der Abwart, hat alles gemacht, dass jedes Rasli wunderschön aussieht, immer genau gleich hoch geschnitten ist. Ich liebe ihn dafür, ich habe ihn leider nie erlebt, er ist vor mir gestorben. Aber grossartiger Mensch, ein richtiger Stadtsengaler. Ja. Ich bedanke mich, dass wir alle so zahlreich gekommen sind. Ich hoffe, wir können so etwas wieder mal wiederholen. Und bis ein anderes Mal. Danke vielmals.